Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Happy First Contact Day. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Trek Nerds und den Kollegen vom Star Trek Radio. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Montagabend, 21 Uhr, hier ist Nerdizismus, hier sind die Trek Nerds. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael, ich grüße dich. Ja, nicht mal heute nur Hallihallo, sondern lebe lang und prosper so ungefähr. Warum, erfahren wir gleich. Richtig. Und an diesem wunderbaren Feiertag, der noch nicht mal gefeiert wird, weil er in der Zukunft liegt, ja, wollen wir heute über Star Trek reden. Und das machen wir nicht alleine. Wir haben uns dazu Podcast-Kollegen eingeladen, die ich euch jetzt mal einblenden werde. Denn wir haben dabei, hier sind sie, der Gregor und der Yannick vom Star Trek Radio. Wir begrüßen euch. Hallo. 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 Ja, früher mal Star Trek Radio, heute Communicator. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen an diesem ganz besonderen Feiertag. Ist uns immer eine Ehre, mit Kollegen zu sprechen, denn wir haben noch nie miteinander getalkt. Wir hatten schon die Kollegen von Trek am Dienstag und auch Discovery Panel, wieder Voyager und alle möglichen schon vor der Flinte. Aber wir haben noch nie miteinander gesprochen. Warum eigentlich nicht? Seid ihr auf der FedCon uns nie über den Weg gelaufen oder wart ihr gar nicht da? Das ist eine gute Frage. Doch, ich war schon ein paar Mal auf der FedCon. Wir haben aber, du hast es gerade ja gesagt, das Star Trek Radio immer Panels dort live übertragen mit Kollegen. Und wahrscheinlich war dafür einfach keine Zeit, um ehrlich zu sein. Aber gesehen habe ich euch tatsächlich. Also dieses Fishing for Compliments, ja. Das große G, das ihr heute seht, stammt vom Gregor. Das liegt jetzt nicht daran, weil man den Gregor nicht vorzeigen kann, sondern irgendwie war seine Verbindung heute etwas pixelig. Und dann haben wir gesagt, dann musst du dich eben jetzt nur ganz podcastgemäß natürlich nur stimmlich zuschalten. Herzliche Grüße gehen auch raus an den Chat. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir haben gerade festgestellt irgendwie, dass so ein irgendwie, wie heißt der, Patrick Stewart oder sowas, der hat wohl auch irgendwie so einen Livestream gerade oder so, keine Ahnung. Mhm. Ja, also danke, dass ihr alle gerade da bleibt. Ja, genau. Schwupps, alle auf Null. Ja, das hättest du ja nicht sagen sollen. Jetzt hast du den Chat ja gemacht. Ja, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen, weißt du? Dieser Patrick Stewart, möchte ich euch mal sagen. Ja, dieser Patrick Stewart, der vom Traumschiff. Ja. Ja, Michael, für vielleicht alle, die heute einfach nur diesen Livestream hier an, das kann ja auch sein. Ja, genau, das kann natürlich sein. Michael, für alle, die heute zum allerersten Mal einschalten, angeblich soll es das geben, wo können Sie denn mehr von uns hören? Weil über Star Trek reden wir aktuell ja gar nicht so viel. Nee, dafür reden wir ganz viel über Marvel-Sachen und anderes Zeug. Walking Dead, habe ich gehört, ist auch noch dabei. Ja, und morgen geht's weiter, Walking Dead. Ja, morgen geht's weiter, genau. Aktuell lief, glaube ich, die Negan-Folge, die muss ich mir sogar nochmal reinziehen. Egal, ihr findet uns auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alle unsere Episoden, alle unsere Artikel und alle unsere Links, die ihr so für euer tägliches Leben benötigt. Das ist auch schön, und wenn ihr uns dann gleichzeitig auch ein bisschen Feedback zu unseren ganzen Episoden über Nerdkram schreiben wollt oder ein bisschen was mitteilen möchtet, dann tut das doch gerne an die info@nerdizismus.de E-Mail-Adresse, an die WhatsApp-Nummer, die die einzige Nummer neben meiner eigenen ist, die ich im Kopf habe, die 01525 965 7709. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Egal. Oder ihr joint uns auf unserem Discord-Server auf nerdizismus.de/Discord und diskutiert fleißig unter Discord. Jetzt hat es aber natürlich einen Grund, warum wir den Yannick und den Gregor mal eingeladen haben, weil die beiden machen nämlich in ihrem Community etwas, das finde ich höchst spannend und ich habe da auch immer gerne mitgemacht, nämlich ihr macht eine Umfrage regelmäßig. Seit wann macht ihr eine Umfrage zu Star Trek Discovery und Star Trek Picard? Wie seid ihr auf die Idee gekommen und seit wann macht ihr das? Ja, das nennt sich Trekbarometer bei uns. Hat sich so ein bisschen, lehnt sich an das Politbarometer, was wir, glaube ich, alle vom ZDF kennen oder aus der ARD.
Und das ging eigentlich damit los, dass wir uns überlegt haben, wie können wir irgendwie zu der neuen Serienlandschaft, die ja gerade entsteht in Star Trek, wieder mit den aktuellen Serien. Manche sagen ja New Trek dazu. Irgendwie auch ein Projekt beisteuern, was in irgendeiner Form nicht dieses klassische, wir besprechen heute mal eine Folge. Ja, ich mache das ja, glaube ich, auch. Aber es gibt sehr viele Kollegen, die das sehr gut machen. Und da hat es aus unserer Sicht keine Relevanz gegeben, warum wir jetzt noch der 5., 6., 7. Podcast dafür sein sollen. Und wir haben uns gedacht, okay, wie können wir die Community dazu bringen, uns quasi Input zu geben, den wir dann vortragen können. Und daraus ist dann das Trek-Barometer entstanden, mit dem Ziel zu verstehen, wie beliebt ist eigentlich eine Serie, eine Staffel oder eine einzelne Folge dieser neuen Star Trek-Serien. Angefangen haben wir damit zu der ersten Staffel von Star Trek Picard, wo wir so über 1100 Stimmen sammeln konnten, um herauszufinden, wie beliebt diese Sendung ist, weil ja, das war ja quasi in Deutschland, wann war das? Wann ist die nach Deutschland gekommen? Letztes Jahr im Frühjahr, ne? Ja, im Januar letzten Jahres, ja. Genau, ja. Ja, und daraus ist dann irgendwie die Idee entstanden. Die haben wir dann mal ausprobiert, diese Umfrage, und haben das dann mit den Kollegen vom Trekzone Network gemeinsam ausgewertet. Was ist euer eigener Hintergrund dafür, dass ihr euch jetzt mit einer Umfrage beschäftigt? Habt ihr das Ganze auch studiert? Im Marketing kommt ihr aus der Richtung, dass ihr uns da auch valide wissenschaftliche Ergebnisse präsentieren könnt? Ja, Gregor, da kannst du... Nein. Ich weiß, wie man mit Statistiken umgeht und wie sie auch Erwartungen entsprechen, aber in dem Fall tatsächlich nicht. Nein. Okay. Nein. So. Ich auch nicht. Also ich habe einen Kurs gehabt in Pulse und Surveys und so, aber und natürlich Statistik. Bin jetzt klassischer Betriebswirt im Hintergrund, aber habe nichts mit, also nicht irgendwie Advanced Statistik oder so gehabt. Es geht ja auch nicht nur um die Bewertungen der Folgen. Wir haben ja so ein 1-6-System, ne, also Punkte. Aber es war auch interessant, sind halt auch so quantitative Fragen, also Freitextfelder, die wir immer abfragen. Ne, so, was hat euch gut gefallen, was hat euch nicht gut gefallen, so Entwicklung, wo viel rauskommt, was auch für uns auch in den Besprechungen der Ergebnisse immer der interessantere Teil tatsächlich ist. Ne, weil da halt auch wirklich immer rauskommt, was sehen die Leute als Problem an, was hätten sie sich gewünscht, wo sehen sie einfach Probleme oder was soll weiter so laufen. Und das ist tatsächlich sehr interessant gewesen bei Picard und auch jetzt bei der dritten Discovery-Staffel. Ja, wenn du so eine Sterne, Gregor hat es gerade gesagt, wir können Sterne vergeben bei uns, die Leute zwischen 1 und 6 Sternen. Und wenn ich da quasi 5 Sterne gebe von 6 Sternen für die Handlung der Einzelepisode, dann sagt mir das erstmal, okay, die Episode kam ganz gut an. Aber das ist, wenn man natürlich viele Stimmen einsammelt, schon sehr spannend dann zu sehen, wie ist so die Verteilung. Aber die spannenden Nuancen sind natürlich dann die Kommentare. Ja, auch gerade bei, ihr könnt euch vorstellen, gerade zur dritten Staffel Star Trek Discovery, da hat man schon sehr, sehr gut irgendwie vernehmen können, wie ist eigentlich wirklich die Stimmung der Fans. Also ist die Stimmung der Fans, ich sag mal, schon mal eine These, werfe ich in den Raum, ich guck Star Trek Discovery, weil Star Trek ist, oder ich guck Star Trek Discovery, weil ich Star Trek Discovery gut finde. So, und dann kann man schon deutlich mehr so quasi aus dem Fanherzen mitnehmen, muss man so auszudrücken. Wie ist es denn so, die demografische Verteilung und die fankulturelle Verteilung? Wisst ihr, wer so teilnimmt, welche Altersstruktur, ob es Fans sind, die es zum ersten Mal gucken und ähnliches? Also das wussten wir bei Star Trek Picard nicht. Da haben wir das erste Mal diese Umfrage gemacht und das ging auch relativ schnell, aber daraus haben wir gelernt. Und dann haben wir zu jeder, also quasi, man muss sich das vorstellen, das ist ein relativ umfangreicher Fragebogen, der über 2 Seiten sich mindestens erstreckt, wo wir dann folgenspezifische Fragen stellen und danach aber auch persönliche Fragen. Also persönliche Fragen, nicht irgendwie, keine Ahnung, ob man ledig ist oder verheiratet, sondern das sind die persönlichen Fragen, mit welcher Serie bist du zu Star Trek gekommen? Ja? Ja. Gregor, willst du vielleicht ein bisschen dazu was sagen, was wir da rausgefunden haben? Ja, wir haben zum Beispiel festgestellt, dass Leute, die mit Voyager zu Star Trek gekommen sind, tendenziell besser mit der aktuellen Serien klarkommen, als Leute, die über TNG beispielsweise zu Star Trek gekommen sind, dass die es tendenziell eher so ein bisschen kritischer sehen. Tatsächlich viele, die wirklich nicht explizit für die neuen Serien da sind, sondern halt wirklich aus dem Track der 90er halt kommen. Also das ist wirklich der Großteil der Leute. Ne? Und
Das waren schon interessante Erkenntnisse, die wir da auch in dem Podcast aufgearbeitet haben und auch erklärt haben, was wir da so rausgefunden haben. Und das ist tatsächlich, witzigerweise hat das auch so unserer Vita so ein bisschen entsprungen, so auch als Leute, die damit mal so noch beim ZDF in der Erstausstrahlung von TNG so quasi mit aufgewachsen sind und damit halt quasi im Star Trek-Universum groß geworden sind. Du nicht, du bist jung, aber ich halt in meinem biblischen Alter. Er hat in dem Fall halt nicht die Gnade der späten Geburt. Ich bin lieber mit TNG eingestiegen als mit Voyager und da bildet sich, sage ich, genau die Gnade der frühen Geburt. Und das war tatsächlich schon interessant, dass da wenig, wir hatten so auch das Gefühl, das sind wenig Leute, die so einfach so Laufpublikum, die sagen, oh hier, oh eine neue Serie, Star Trek, mal gucken, was das so ist, sondern alles so, die alle einen sehr langen Background halt haben in dem Fandom. Mhm. Darauf können wir gleich nochmal eingehen, weil das ja so ein Punkt ist, der ja von den Machern immer wieder angeführt wird, so ich sag mal ein bisschen meiner Meinung nach als Feigenblatt der Entschuldigung. Habt ihr irgendwie oder wie stellt ihr sicher oder habt ihr irgendwie so das Gefühl, jetzt haben wir, oder andersrum, wir haben ja bei Star Trek ja durchaus zwei Enden der Meinungsskala, ne? So, sagen wir es einfach mal so. Und habt ihr irgendwie sicherstellen können, vielleicht durch die Art der Fragestellung, da müsst ihr natürlich euer Geheimnis nicht verraten, dass ihr nicht in eine Bubble geratet, also dass nicht alle Fanboys bei euch genauso abstimmen, wie alle Hater bei euch abstimmen, sodass ihr in der Statistik, bin da mal wieder der Einzige, der hier so ein bisschen aus der Statistik kommt. Ich glaube, ab 1200 irgendwas gilt es als repräsentativ oder sogar 1029 oder sowas, 1052, irgendwie so eine Zahl gilt es als repräsentativ. Also habt ihr durchaus repräsentative Aussage, dürftet euch so nennen. Ja, habt ihr irgendwie so einen kleinen Mechanismus drin, so Gegenfragen, Konterfragen, die sozusagen ausschließen, dass da sich jetzt eine Fraktion verabredet und irgendwas hoch oder runter votet? Also ich glaube, was man vorab nochmal sagen muss, wenn du es gerade ansprichst, wir haben jetzt von der Population gesehen, die diese Serie vielleicht schaut, ein ganz krasses Star Trek-Sample drin. Also unsere Umfrage, deswegen finde ich den Begriff Trek-Barometer auch eigentlich ganz gut, weil es spiegelt die Stimmung der Trekkies da, weil ich bin mal so frei, wenn ich eine neue Serie schaue, dann suche ich nicht im Internet nach irgendwie einer Umfragemöglichkeit, um dazu abzustimmen und habe auch vielleicht nicht unbedingt direkt den größten Bedarf dazu, eine Diskussion zu starten. Also wir haben natürlich schon, unsere Zielgruppe ist ganz klar oder unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind ganz klar Star Trek-Fans, wie Gregor auch gerade schon gesagt hat, vor allem die schon länger dabei sind. Und die bereit sind, an der Umfrage teilzunehmen. Das muss man auch sehen halt, ne? Mhm. Ja. Wie seid ihr an die Leute rangekommen? Über welche Kanäle habt ihr die grundsätzlich erreicht und dazu motiviert, auch ohne einen Amazon-Gutschein da teilzunehmen? Oh, naja, ich glaube, da kann Yannick, ich sage nur ein Zauberwort, Facebook-Gruppen. Und schüttel mich dann so ein bisschen. Facebook-Gruppen, die ich auch regelmäßig zuspamme und denke schon, Alter, ich muss den Leuten eigentlich schon tierisch auf den Sack gehen. Und dann kriege ich trotzdem noch mit, habe ich gar nicht mitgekriegt, dass ihr eine neue Folge rausgebracht habt. Facebook ist eine Bitch, ja. Ja, aber tatsächlich, ich glaube, Yannick, wenn ich dir da, Yannick, du hattest ja mal eine Weile sehr viel in die Facebook-Gruppen gepostet und dann irgendwann nicht mehr. Ne, korrigiere mich, wenn ich mich jetzt irre. Und trotzdem waren die Teilnahmen ähnlich groß, auch als wir dann irgendwann nicht mehr in die Gruppen gegangen sind. Ja, also wir haben schon Facebook stark genutzt und da muss man auch ganz klar sagen, wir haben ja in Deutschland, würde ich mal so, ich weiß es gar nicht aus dem Kopf, aber ich meine, ich habe immer so eine Routine gehabt, die Umfrage ging meistens irgendwie Freitag online nach Star Trek Discovery, also das kann ich jetzt zur Discovery-Staffel sagen, und dann habe ich immer Freitagabends oder nachts dann irgendwie eine Facebook-Runde gemacht mit vier Gruppen, einmal abgeklappert übers Wochenende. Und es davon sprechen, ob das in Ordnung geht und nicht, weil manche wollen das nicht, aber ihr kennt das wahrscheinlich auch. Aber ja, wir haben, glaube ich, eine relativ starke Basis dann erreichen können, weil wir, wie gesagt, mit den Kollegen vom Trekzone Network stark kooperiert haben. Die haben ja immer mehr Rezensionen pro Folge rausgebracht. Da wurden unsere Umfragen auch immer mit verlinkt. Und natürlich sind andere Social-Media-Kanäle wie Twitter und Instagram genauso wichtig wie unser Newsletter, worüber wir das gemacht haben. Also wir hatten den Leuten auch immer angeboten, hey, nachdem sie die Umfrage ausgefüllt haben, meldet euch doch gerne an für unseren Newsletter, dann kriegt ihr automatisch die Ergebnisse aus der letzten Woche, wo ihr gerade für abgestimmt habt. Und ihr könnt auch noch an der nächsten Umfrage teilnehmen. Und damit haben wir auch so ein bisschen versucht sicherzustellen, dass wir, auch wenn es nicht viele gewesen sein werden wahrscheinlich, aber relativ eine stabile Gruppe von ein paar Leuten haben, die wirklich jede Woche abgestimmt haben. Weil das ist tatsächlich ja
eigentlich das auch das Wertvolle, dass man ungefähr die ähnliche Gruppe von Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat. Grüße gehen an der Stelle mal raus an den Andreas vom Discovery Panel, der auch gerade hier bei uns im Chat sagt, dass sie in ihrem Livestream unseren Livestream kommentieren. Wir haben euch auch schon erwähnt bei unserer Vor- und dann kam gerade eben noch brandaktuell die News rein, dass ein Picard Season 2 Teaser gerade hochgeladen wurde und es wurde angekündigt, dass Q kommt. Ich glaube, wir müssen uns gleich noch einen Teaser anschauen und dann gibt es sozusagen eine Live-Reaction. Ich würde sagen, wir reden noch ein bisschen über euer Trackbarometer und danach sollten wir hier alle mal gemeinsam den Teaser schauen. Gerne. Gehen wir mal in die Umfragen ein. Welche war eure erste? Fangen wir damit vielleicht einfach mal an. Unsere allererste war Star Trek Picard, aber die haben wir für die gesamte erste Staffel gemacht, ne? Also da, das wir hatten muss man ja auch wissen, da war die Staffel dann abgeschlossen, ja. Genau. Also wir hatten jetzt für Star Trek Discovery hatten wir für jede einzelne Folge eine Umfrage und für Star Trek Picard haben wir die gesamte Staffel einmal mitgenommen. Also Picard ging's los, ja? Was war die Quintessenz da draus? Wenn du sagen musst, was war eure Erkenntnis, so der größte Aha-Effekt, wo du sagst, wow, damit habe ich nicht gerechnet. So vielen Leuten super gefallen hat, im Gegensatz zu mir am Ende. das war wirklich für mich, nee, tatsächlich, also ich hatte damit meine Probleme, ich fand den Anfang gut, aber dann ist es für mich halt sehr runtergegangen und hatte ein ziemlich furchtbares Finale und ich habe da tatsächlich gelernt, dass das sehr viele anders gesehen haben. Ist ja auch in Ordnung und so, also es schien durchaus ja zu gefallen. Ja, das hatte mich ein bisschen dann... Ja. Ich hatte ein bisschen Angst, dass, ich glaube wie viele von uns, dass mit dieser neuen Serie, mit dieser neuen Star Trek Picard-Serie, Jean-Luc Picard die Figur kaputt gemacht wird. Und das kann man ja vielleicht auch, der eine oder andere kann das so sehen, wie das jetzt am Ende passiert ist in der ersten Staffel. Erstaunlich war aber tatsächlich, wie treu, ne, die Fans dem Fandom sind. Und auch bei, das können wir auch noch bei Discovery vielleicht irgendwie sehen, dass man da Fehler verzeiht, auch über mehrere Staffeln hinweg. Und dass man immer der Serie und der neuen Staffel noch eine Chance gibt. Und wie Gregor gerade gesagt hat, ich glaube, was immer spannend ist und was auch bei Picard spannend war, man sieht viele, die Leute kritisieren viele Kleinigkeiten, die vielleicht irgendwie zu was Großem werden. Aber das ganze Große an sich, das kritisieren sie nicht, nämlich die Serie als solche. Also wie oft wir den Satz gelesen haben, ich bleibe aber trotzdem dabei. Das ist ja so wie wir auch. Also auch wenn wir was, oder auch ich, wenn ich was kritisieren kann oder sage, oh Mensch, das ist nicht mehr so meins, dann quatsche ich trotzdem 13 Folgen drüber. Also ich kam da auch nicht raus. Auch ohne Amazon-Gutschein. Ne? Ja. So geht's. Kann man sagen, wir hatten ja auch nichts anderes zu der Zeit. Also von daher. Ja, eben, wir hatten ja nichts. Aber ich meine, das ist aber auch das, was ich ja auch immer sage, Michael, wir haben es auch gesagt, alles, was es braucht, ist eine gute Staffel und du kriegst mich mit, dann werde ich nie wieder Michaela sagen. Und wie kam denn bei euch Picard weg? Schlechter als Discovery. Ja, dass wir was sagen wir mal so, die Hoffnung am Anfang war wirklich groß. Was heißen? Die Hoffnung war groß. Allerdings hat das Gesamtbild dann im Laufe der Staffel bei uns beiden ziemlich gekippt. Und das war leider sehr schade. Aber auch hier, es gibt ja eine nächste Staffel. Ja. Also wir versuchen immer auf einer positiven Note rauszugehen. Das glauben uns die Leute zwar irgendwie nicht. Ja, aber ich höre wirklich mir ganz bewusst nochmal immer mit Abstand von einem Jahr, Dreivierteljahr nochmal unsere erste und letzte und als Einstimmung auch immer nochmal die letzte Folge von unserem Cast an, damit ich auch weiß, was haben wir eigentlich letztes Mal gequatscht. Und es war wirklich bei allen drei Discovery-Staffeln so, dass wir gesagt haben, okay, das war jetzt vielleicht und vielleicht auch manchmal großes aber wenn sie so und so und so machen würden und das weiterbehalten, dann sind wir positiv gestimmt und gucken gut in die Zukunft. Dann höre ich mir immer nochmal die ersten Folgen an da auch immer wieder, wo ich sage, jo, solider Staffelauftakt. Und dann merkt man halt so an meinen Reviews wieder so peu à peu, so langsam immer nach unten geht. Ich meine, das ist ja vielleicht auch das Problem. Discovery ist was letztendlich Neues, eine neue Serie, die wir bekommen haben. Deshalb ist die Erwartungshaltung, kann durchaus ins Optimistische reingehen, aus der Erfahrung her, dass jegliches Track eigentlich bisher in den späteren Staffeln besser geworden ist. Muss heute nicht mehr die Regel sein. Picard, im Gegensatz andersherum, ist etwas, was auf einer sehr bekannten Figur und auf einer
ja, auf einem bekannten Kanon aufbaut, wo die Erwartungen entsprechend viel, viel höher sind und dann die Falltiefe entsprechend viel, viel höher. Also, ja. Mhm. Ja, das ist, ich spreche gerade so was das Spannendes an, das haben wir herausgefunden, das würde ich gerne direkt hier auch erwähnen. Sowohl bei Star Trek Picard als auch bei Discovery, der erste Teil der Staffel kommt immer deutlich besser an als der zweite Teil der Staffel. Okay. Also ja. man merkt genau. Auf jeden Fall, da ist irgendwas, ich weiß nicht, ob das im Writers Room läuft oder ob das vorher so geplant ist, aber der erste Teil der Staffel ist wirklich einfach besser als der zweite Teil, was die Fans sagen jetzt. Und von meiner persönlichen Meinung auch. Genau, das konnten wir sehr gut nachvollziehen, tatsächlich. Sie können es ja, das ist ja das Gemeine am Ende dann, weißt du? Eben, genau, das ist ja so das richtig, genau, das ist so ein bisschen das Gemeine, man kriegt immer so Titbits vorgeworfen. So Hoffnung. Und also gemein, genau. Das ist das Gemeine an Hoffnung. Ich weiß noch damals, wo ihr mit den Kollegen von Sie reden, den Trailer von Picard besprochen habt. Das habe ich auch live damals verfolgt und ich weiß noch, wie euphorisch ihr dann einzelne Bilder und oh, da wird das und das wird ganz viel auf dem Chateau und und dann dachte ich auch so, krass, ne? Wie man dann am Ende dasteht, ne? Ja. Ja. Allerdings, und ich möchte nämlich noch ein bisschen über eure Zahlen sprechen, weil ich die hochspannend finde. In einer Überschrift habe ich gelesen, und wie ist das so schön, man liest ja nur die Überschriften, dass auch TOS-Leute durchaus Gefallen an Discovery gefunden haben. Könnt ihr euch darauf einen Reim machen? Wie kamt ihr zu der Aussage? Ja, also wir haben, wie schon eben gesagt, dann zu jeder einzelnen Stimme, die wir bekommen haben, haben wir nachvollziehen können, also das Geburtsdatum unter anderem, obwohl man sagen muss, ich glaube, da haben viele Leute Mist leider angegeben. Ja. Wir haben sehen können, wie wichtig die Philosophie von Star Trek im privaten und alltäglichen Leben ist, wie sehr Star Trek auch mein Leben prägt, im beruflichen, aber halt auch, wodurch man Star Trek-Fan geworden ist. So, und dann haben wir für jeden, der sich mit Zahlen auskennt, eine riesige Pivot-Tabelle drüber geworfen, im Endeffekt, und haben uns halt dann mal angeschaut, okay, wie sind eigentlich die Gesamtwertungsstimmen für diese ganzen Kategorien, wo man halt Star Trek-Fan draus geworden ist. Also, long story short, wir haben rausgefunden am Ende, weil das die einzig beiden repräsentativen Gruppen waren, die wir vergleichen konnten, TOS und TNG, dass die TOS-Fans positiver gestimmt waren als die TNGler. Okay. So, und woraus konnten wir das festmachen? Also ich glaube mal ein Beispiel ist, dass wir hier irgendwie eine Geschichte wieder mit Spock haben, also grundsätzlich, dass Discovery Spock mitspielt. Gregor, was haben wir noch für Punkte gehabt? Ja, einmal den zeitlichen Zusammenhang auch noch zu dieser ganzen Ära. Die Leute wollen ihre Klingonen offensichtlich. Aber im Prinzip, das waren auch so mit die Punkte, wirklich die Zeit der Zeit, die Art, wie die Serie halt gemacht wurde, wurde auch verglichen halt mit TOS. Also auch, dass es nicht nur aus dieser Zeit ist, sondern alles noch so ein bisschen, an einigen Stellen durchaus auch so ein bisschen cheesier ist. Und nicht so ernst angestaubt, wie es dann halt in Anführungszeichen bei TNG später gewesen ist. In ganz großen Anführungszeichen. Also dieses Wild West im Weltraum tatsächlich eher so ein bisschen. Also das Track im Track. Das Track im Track tatsächlich, ja. Ja, und der Wächter der Zeit, ne? Das ist ja auch keine... Ja, die Referenzen an diese Ära also, ist da halt nicht, sind da halt nicht ne, zu übersehen. Ne? Ja. Was mich noch interessieren würde, ist... im Vergleich, wenn ihr jetzt mal beide Panels mal vergleicht, ihr habt gesagt, ihr habt natürlich auch ein bisschen dazugelernt und das hat sich dann immer ein bisschen verbessert und so weiter. Gibt's denn, oder andersrum, wir haben auch Umfragen gemacht und es kam eigentlich immer eine Verteilung raus von bei Picard 50-50 mögen und nicht mögen und bei Discovery so 60, 65, 70 mögen zu 30% nicht mögen. Geht ihr damit d'accord oder habt ihr was ganz anderes rausgekriegt? Also, bei PK kann ich mich noch ziemlich gut daran erinnern, dass wir ich gucke auch gerade nochmal rein, um hier nichts Falsches zu sagen. Dass recht hohe Zustimmung. Ja, genau. Das ausgezeichnet bis sehr gut waren so bei 66%. Und schlecht bis sehr schlecht waren bei 10%. Und die restlichen 20% waren da drin in der Mitte. Also das ist das, was wir gemerkt haben. Was war das bei Discovery, Gregor? Da war es deutlich mehr in die andere Richtung. Also war es mehr so ein bisschen in halb. Ziemlich geteilt. Aber bei Picard schien tatsächlich wirklich überwiegend der Picard-Bonus tatsächlich noch sehr zu ziehen. Mhm. Also da wurde auch deutlich in den Freitexten, also da habe ich auch, als wir das besprochen haben, habe ich manchmal so gedacht, wow,
das hätte ich auch gern gesehen, aber irgendwie habe ich das nicht gesehen oder so, oder ist mir irgendwie durchgerutscht. Aber es gab so Momente, wo ich dachte, ah, dieselbe. Aber tatsächlich war es bei Discovery deutlich mehr so in Richtung, aber es ist tendenziell auch wirklich, wie Yannick sagte, in der zweiten Hälfte. Also wir hatten ja in den ersten beiden Staffeln ja immer diesen, gab es ja immer diesen berühmten Bruch im Writers Room, und in der dritten hieß es ja, wäre das nicht so. Aber so in unserer Wahrnehmung und auch das, was uns die Leute wieder gespiegelt haben, war es gefühlt, gab es wieder so einen Bruch. Erste Hälfte deutlich besser, zweite, Also ja. Du könntest ja vielleicht mal ganz kurz quantifizieren, die beste Folge aus Discovery ist die vierte aus der dritten Staffel, Vergiss mich nicht. Das sind so knapp 5 von 6 Sternen, und die schlechteste, die wir quasi mitbekommen haben hier in unserem Trackbarometer mit 2,7 Sternen, war Terra Firma Teil 2. Übrigens, Terra Firma 1 und 2 sind grundsätzlich gar nicht totaler Tiefpunkte. Ja. Okay. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir gucken uns jetzt vielleicht mal, weil ich sehe schon, die sind schon alle ganz heiß drauf, jetzt mal den Teaser an. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an. Ich bin gespannt. The true final frontier is time. Time can turn even our most impulsive, our most ill-considered actions into history. What we do in a crisis often weighs upon us less heavily than what we wish we had done. What could have been? Time offers so many opportunities, but never second chances. Oh Gott, der Blip. Aber wirklich. The trial never ends. Okay. Nun gut. Also, das war jetzt ernsthaft? Das ist jetzt alles? Also, okay. Wie viel haben die denn bisher gedreht, ist die Frage. Februar haben sie, glaube ich, angefangen. Februar, März. Ich habe jetzt gedacht, okay, na gut. Ja. Letztendlich ist, was haben wir gerade gesehen? Wir haben ja letztendlich nicht mehr viel mehr gesehen als das, was wir in der letzten Staffel mitbekommen haben durch diese Kamerafahrt. Und eigentlich, bevor sie am Ende auf den Buchstaben gegangen sind, hätte man ja auch schon an die Rückblenden aus oder die imaginären Szenen, Träume aus der Staffel denken können. Yannick, was sagst du? Also erstmal finde ich, ich weiß nicht, wart ihr damals zu der Premiere in Berlin, in Deutschland? Nee. Okay. Also ich bin immer wieder fasziniert. Ich bin ja ein super Filmmusik-Fan, und immer wenn man so diese alten Star Trek-Sounds und Soundtracks wieder hört, dann ist es einfach wunderschön. Aber ich hoffe, in dieser zweiten Staffel geht's, ich meine, Paradise Lost, ne, war der Buchtitel, glaube ich, das da eingeblendet wurde. Wenn es um diesen Konflikt geht, der uns da aufgezeigt wurde, der aber ja nicht gelöst wurde, um die, um diese gesellschaftliche Thematik da mit dem Mars und mit den Romulanern. Dass Q drin vorkommt, ist, glaube ich, super. Das können wir auch aufs Trackbarometer nochmal beziehen. Q und Worf beispielsweise waren zwei Charaktere, die extrem häufig angefragt wurden. Wann kommen die endlich wieder rein? Ist doch schon mal ein guter Start. Wir haben ja jetzt wirklich die einmalige Gelegenheit, dass wir jetzt hier sozusagen unsere Trailer-Analyse live on the air, fly in Farbe und Bunt machen können. Ich bin ganz begeistert. Der Chat schreibt vollkommen richtig, das war auch so mein erster Vibe, dass das Ende erinnert fatal an Palpatine von dem Trailer von Star Wars Episode 9, wo du auch plötzlich so, okay, was ist das jetzt hier, ja. Aber gut, Zeit und Q macht natürlich Sinn. Mir ist bei Zeit sofort eingefallen. Also erstmal die Rede, die Picard hier hält, klingt für mich wie so eine, die hält er vor der UN-Vollversammlung, beziehungsweise irgendwo so vor irgendeinem Federation Council, so klingt die. Und ich muss bei Picard und Zeit eigentlich sofort immer an das Zitat denken, dass Zeit, was sagt Dr. Zorin, Zeit ist ein Raubtier. Das Feuer, ja, und das Feuer, das uns verbrennt. Und das genau, das haben Feuer, sie auch das in der das haben sie auch in der Bildsprache drin. Man sieht ja diese Sanduhr, die durchläuft, und im Hintergrund siehst du das Kaminfeuer. Die Zeit ist das Feuer, in dem wir verbrennen. Ja.
Genau, die Zeit ist das, genau. Und dann, was sagt Picard? Die Zeit ist eher ein treuer Begleiter oder sowas. Genau, genau. Es ist nicht ein Jäger, sondern einer, der mich begleitet halt, ne? Der mich immer daran erinnert, dass ich das schätzen soll, so ungefähr, ne, was ich halt habe. Ne? Ja. Das ist schon schön. Das ist schon ein schönes Zitat. Ne? Was haben wir noch? Ich lasse ihn gerade noch mal so ein bisschen laufen. Oh ja, genau. Ganz ehrlich, wer würde sich denn dieses kitschige Wahnsinn. Fanart-Bild von der Enterprise da aufhängen? Ich glaube, ich würde es echt tun. Bei dem Stargazer-Modell hätte ich ein bisschen überlegt. Ich habe ja auch nicht jedes Modell aller meiner Autos, die ich bisher gefahren habe, bei mir irgendwo stehen, aber ich weiß nicht. Das war auch eine absolut rhetorische Frage. Ich habe hier so ein Samsung The Frame, das ist so ein Samsung-Fernseher, der hat so einen Rahmen drumherum, damit er wie so ein Bildpress an der Wand ist, ja. Mhm. Ratet mal, welches Bild da läuft, wenn der im Standby-Modus ist. Die Voyager. Ja, genau. Die. Es ist nämlich genau dieses Bild. Es ist exakt dieses Bild. Dann haben wir ein Stargazer-Modell und dann sieht man hier sein Ready Room-Chair aus First Contact, oder? Glaube ja, es sieht so aus. Und das ist dann auch die Decke aus. Ist das hier die Decke? Wo kommt denn die Decke her? Die Decke kommt doch auch irgendwo her. Die Pferdedecke. Die Pferdedecke, die kommt doch auch irgendwo her. Pferdedecke. Ja. Lieber Chat, ihr wisst doch bestimmt, woher diese Decke kommt. Schon praktisch immer so ein Research-Team dabei zu haben, ne? Dann müssen wir es nicht wie andere Podcasts live googeln. Was erkennen wir denn noch auf diesem Bild? Hinten ist bestimmt irgendein Shakespeare-Band zu sehen. Dann haben wir hier irgendwie so Ammoniten, die sagen mir jetzt nichts. Okay, machen wir mal weiter. Wo habt ihr denn das Buch gesehen? Paradise Lost kommt irgendwann später. Ja. Sein alter Compatch. Ah, hier genau, Paradise Lost. Da kommt, richtig. Ja genau, da kommt. Was hat's mit dem Buch auf sich? Kann da irgendjemand zu sagen? Naja, Paradise Lost ist ja immer wieder ein beliebtes Zitat in diversen Science-Fiction-Filmen, aber ich hab's mir nie durchgelesen oder angeschaut. Dann geht's weiter. Dann haben wir hier die Stargazer. Würde mich ja nicht wundern, wenn sie die Registriernummer falsch haben, die Pfeifen. Die neigen zu sowas. Oh, habt ihr gesehen? Die Sanduhr läuft rückwärts. Mhm, ja. Mhm. Ja. Und dann kommt der Blip. Ja, dann sehen wir ein Schachbrett, auf den Karten liegen, ne? Karten liegen und dann kommt der Blip. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, kannst du halt heute echt nicht mehr machen, so einen Blip. Ganz ehrlich, das Thema ist durch. Irgendwas in Staub auflösen kannst du nicht mehr machen. Ist Avengers, sorry, ist durch. Geht nicht. Jetzt müsst ihr mich trotzdem mal kurz dran erinnern. Er ist ja jetzt, natürlicherweise sprechen wir hier gerade über Spoiler die ganze Zeit. Am Ende der Staffel ist der Status quo, er hat einen neuen Körper, einen neuen tollen Körper, der quasi unsterblich ist. Habe ich das richtig verstanden? Er hatte jetzt einen Androidenkörper quasi. Mhm. Ja, genau. Also wenn wir jetzt mal überlegen, Q kommt wieder dazu. Q hat Picard ja vor allen Dingen immer als Menschen stetig gefordert. Ist natürlich die entsprechende Frage, ja, Q kommt zurück, weil er physisch kein Mensch mehr ist und stellt ihm vor eine Aufgabe, die nur ein Mensch quasi lösen kann, um zu beweisen, dass er vielleicht immer noch ein Mensch ist oder nicht. Und dann macht Q einen Fingerschnips und er ist wieder in seinem alten Picard-Körper drin. Tja. Ja. Tja. Ja. Ist das, das würde ja alles wieder auf den Kopf stellen und es ganz sinnlos machen, dass man das in dem Ende der ersten Staffel gemacht hat. Also das glaube ich nicht. Ja, das wäre schon so ein bisschen. Ja. Ich meine, John DeLancey haben sie ja für Lower Decks zumindest in einer Mini-Sprechrolle zurückbekommen. Dazu nochmal kurz Frage: Habt ihr Lower Decks eine Umfrage gestellt? Oh ja. Ja. Die Ergebnisse kommen in 2 Wochen, glaube ich. Ja, genau. Ja. Okay, also wir dürfen noch nichts Offizielles davon erfahren. Ach doch, 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 Herr Gregor, was wissen wir denn? Ich habe schon wieder vergessen. Ja, wir haben erst vor 2 Tagen einen Podcast dazu aufgenommen, da kann man sich nicht mehr erinnern. Ne? Nein, es kam sehr gut an, tatsächlich. Also ähnlich wie auch unsere Begeisterung für die Serie, ist die tatsächlich geteilt worden. Und gerade so ein bisschen so, dass das Wohlfühl-Track von gestern, so Fanservice die Serie so ein bisschen, aber auch, dass sich viele halt auch wirklich mit den Charakteren wohlgefühlt haben. Ich konnte mir Namen merken.
Das ist mir in 3 Staffeln Discovery nicht gelungen. Und ich konnte mir plötzlich Namen wie Bäumler, Mariner und so merken. Ich weiß immer noch nicht, wie der Waffen- und der Kommunikationsguy heißen. Nach 3 Staffeln. Weiß ich nicht. Und ganz ehrlich, und also es kam bei uns nicht nur gut an, sondern tatsächlich auch bei den Teilnehmern der Umfrage. Also und auch das war das Positivste, was wir bisher hatten. Hier spannend, im Gegensatz zu den anderen beiden Staffeln oder anderen beiden Umfragen, hier wird es besser zum Staffelende. Ja, also richtig, absolut. Der Anfang, ne, genau. Ich glaube, die erste ersten 2 Folgen waren noch so, ja, da mussten sie sich noch irgendwie einfinden oder vielleicht auch die Fans, ne, aufgrund des schnellen Sprechens und der anderen Gestaltungsart, aber es wird besser, also es kam deutlich besser an. So wurde es auch gesagt, also so wie sich das gehört, gegen Ende hat, ist man so im Groove und hat sich so ein bisschen da reingearbeitet und dann wurde es wirklich deutlich besser. Und aber was auch sehr gelobt wurde, und das ist auch etwas, was wir beide immer auch wieder sehr gelobt, sind einfach gute Einzelepisoden und nicht ein Story-Arc um des Story-Arcs wegen. Ne? Genau. Mut zur Einzelepisode. Wissen wir für die 2. Season Picard, welchen Weg sie diesmal gehen werden, ob sie im Format bleiben wie in der 1. Staffel. Ich meine, dadurch, dass sie wahrscheinlich eh wieder nur 7-8 Folgen haben, gehe ich von einer großen Geschichte aus. Aber wissen wir darüber schon mehr? Nee, also ich gehe davon aus, dass sie ein bisschen so Firefly-mäßig jetzt unterwegs sein werden. Und aber ich glaube schon, dass es einen Staffel-Arc geben wird. Also würde mich sehr wundern, wenn es nicht so wäre. So heftig wie in der 1. Staffel oder lernen sie aus ihren Fehlern? Kommt drauf an, ob Chabon noch ein Buch geschrieben hat in der Zeit. Schwer zu sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch unsere Umfrage und das, was wir im Amerika, wir haben ja auch mit einem Kollegen vom Traxo-Netzwerk geredet, der das sehr den amerikanischen Markt beobachtet und da wird das alles sehr gefeiert. Da wird das durch die Bank, also das Kritische ist eher bei uns hier, als es da drüben ist. Ne, da ist es eher so, und alles toll und super. Also war, ganz ehrlich, die sind zufrieden und wir gucken es eh. Warum sollen sie was ändern? Also, jetzt mal ehrlich. Ich musste, wo du gerade Michael Chabon gesagt hast, musste ich heute ein bisschen schmunzeln. Da hat er nämlich etwas retweetet von jemandem, der schreibt, Falcon and the Winter Soldier is so good damn good. Und dann schreibt Michael Chabon, you're right, smart and well written. Und ich hatte schon so wollte schon lostippern, sowas in der Art, so, ja, watch and learn. Ja. Mhm. Ich habe dann nur dieses Nathan Fillion-GIF geschrieben, so. Das war so der Paket. Super, wenn er am. Das wäre aber toll, wenn du es gemacht hättest und erst auf dem Set dann rumgezeigt hätte und gesagt hat, Patrick, was meint der? Patrick, was meint der Typ? Who the fuck? Was will der? Was sagt der mit Lernen? Du hättest so eine Welle los. Das wäre doch eine witzige Vorstellung irgendwie. Ja, das wär witzig gewesen, aber ich habe mir gedacht, so, boah, nee, dann habe ich wieder irgendwie so einen Shitstorm hier aus der deutschen Fanboy-Community an der Backe. Und dann habe ich mir gedacht, schreibe ich es mal auf so einer Metaebene und habe dann nur Sternchen, Nathan Fillion, GIF-Sternchen geschrieben. Muss ich mich gerade mal ein bisschen selber feiern für lustige Tweets. Auf Twitter bin ich lustiger. So, also wer, wie gesagt, mit uns sprechen möchte, dann ab auf nerdizismus.de/discord. Die Leitungen sind sozusagen offen. Ansonsten, ja, Mai, wie auch dieses Mal, Yannick, du hast es gerade eben gesagt mit der Musik. Ja, ganz ehrlich, wenn das Star Trek-Thema gut gespielt wird und du kriegst mich mit so einer Scheiße, du kriegst mich mit so einem... Ja, klar. Zeig mir die Stargazer, zeig mir das Badge, mach die Fanfare drunter, mach langsam, du hast mich. Ja. Ja. Kann keiner sagen, dass er mich mit so einem Scheiß nicht kriegt. Ja. Aber wenn wir jetzt wieder Q hier drin haben, das ist wieder, also großes Thema Zeit, was hier eingesetzt wird. Also können wir nochmal über Zeit reden. Ich meine, das Große wurde ja bei zumindest TNG, ging es das Finale ja auch um Zeitspringen. Wir haben da auch Q mit drin gehabt. Jetzt ist er quasi unsterblich und müssen wir jetzt schon wieder einen Zeitsprung für ihn haben in die Sterblichkeit zurück. Naja, mir kam in den Sinn, dass, wieso muss es eigentlich schon wieder um Zeitreisen gehen und nicht eher persönlichere Konflikte? Also Zeitreisen kann man ja jetzt so ein bisschen da rein interpretieren in das Thema, weil wir hatten ja zuletzt, wir hatten in Discovery einen riesen Zeitsprung. Wir haben in den letzten großen Star Trek-Serien haben wir, ich meine, Enterprise hat, glaube ich, mit dem Zeitsprung geendet, mehr oder weniger durch das
durch das Holodeck-Ding, Voyager ist nur durch einen Zeitsprung zurückgekommen, TNG hatte am Ende einen Zeitsprung drin, Discovery hatte einen Zeitsprung drin. Ist Zeitsprung nicht irgendwann mal so ein bisschen da ausgelutscht, dass man sich noch mehr mal wieder auf das Politische konzentrieren kann? Ich glaube, es ist der einfachste Weg, was zu rebooten. Ja, deshalb machen sie das, glaube ich. Ich glaube, dass sie einfach sagen, hey, komm, dann ist so wie Walking Dead. Ne? Ich meine, ehrlich, wir springen 3 Jahre in die Zukunft, wir springen 1000 Jahre in die Zukunft. 10 Jahre, mal sehen. 10 Jahre. Ja, 1000 Jahre wäre trotzdem super. 1000 Jahre in die Zukunft. Nein, aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist einfach der einfache Art, so quasi die Welt nochmal neu irgendwie zu designen, ohne das groß erklären zu müssen, warum das so ist. Könnte ich mir vorstellen. Ich meine, wir hatten ja jetzt schon einen Zeitsprung in der ersten Staffel, die Aber vielleicht geht es auch gar nicht um Zeitsprung. Also vielleicht handelt es sich oder wird hier einfach darauf angespielt, dass quasi Picard jetzt unsterblich ist. Ja, der Mr. Stocky schreibt hier im Chat gerade, dass es Picard nicht unsterblich ist. Er hat nur eine sehr lange Lebenszeit. Okay. Beziehungsweise, ich glaube, die Formulierung war so, dass sein Androidenkörper so alt wird, wie er auch sonst geworden wäre. Genau, ja, genau. Ich glaube, so war das auch. Das mit unsterblich kam mir auch nicht ganz vertraut vor. Ne, er hat es sogar angesprochen, dass ein paar Jahre jünger ganz schön gewesen wären. Ne? Ja. Also, das ist so. Ich bin immer noch 90. Ehrliche noch Antwort, kostet zu viel Geld in der Post-Pro. Ja, also schreibt der Writers Room, ja, nee, komm, du bist dann nur 2 Jahre älter. Ja. Wir werden dich auch gleich in derselben Folge auch wieder zurückholen, somit werden wir das mit dem Tod nicht als Cliffhanger machen. Das will eh keiner sehen. Ja, aber ich hätte mal eine Frage auch an hier unsere Enzyklopädie im Chat. Oder vielleicht könnt ihr mir den ersten Teil auch schon beantworten. Pokerkarten, also das Pokern ist ja klassisch für die TNG-Crew, oder? Haben wir das sonst noch in irgendeiner anderen Folge oder anderen Serie gesehen? Okay, also könnte man vielleicht auch darauf, aus diesem Pack Pokerkarten, die wir gesehen haben und woraus dann Q entstanden ist, annehmen, dass vielleicht auch weiterer Cast von TNG wieder zu sehen sein wird? Also das wäre jetzt eine Annahme, die ich daraus treffen würde. Geinen kommt ja auf jeden Fall wieder. Also Whoopi Goldberg ist ja schon gesetzt. Ja. Die wird auf jeden Fall wiederkommen. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass man endlich das Bitten von Michael Dorn erhört und ihm sagt, gut, komm, hier hast du mal eine Suppe und jetzt komm mal einen Tag vorbei und dann ist aber auch gut, ja. Der kommt wurde mir das teilweise nicht offiziell angekündigt? Das weiß ich nicht, aber er kommt mir teilweise wirklich so vor, wie Obelix, der dauernd vorm Zaubertrank steht, ja. Also, ja, hallo, Worf ist auch noch da, hallo, ich bin auch noch da, Worf als Captain, aber die Worf Fans als wollen Serie. Ihn, ja, ja, natürlich, ja, die Fans ihn ja auch, ja, ja. Ich will ihn ja ich will ihn auch. Ich will, ihn ja ich will auch. Die alle gern noch mal sehen, jetzt mal ehrlich. Ja. Die Umarmung mit Riker und Troy, seien wir doch mal ehrlich, das ist eine der herzerreißendsten Szenen auch gewesen, als sie sich umarmt haben am Ende. Also, das wollen wir sehen, seien wir mal ehrlich. Auf jeden Fall. Und ich habe auch letztens nochmal man kann ja über die alten TOS-Filme dann am Ende als diese Rentnertruppe im Alles sagen, was man will, ne? Trotzdem. Das sind klasse Filme. Sind es klasse Filme, die ja dann auch mit dem Altsein auch spielen irgendwo. Ja. Die das ja eben, ich meine, also Kirk in Generations ist zu fit, also wie der den Zorin da verdrischt, aha, okay. Aber abgesehen davon wird ja sehr, sehr früh schon mit dem Altwerden und mit dem Altern und in Ruhestand und so weiter ja gespielt. Eigentlich im Grunde schon in The Motion Picture ist ja Pille eigentlich schon im Ruhestand oder so. Also von daher, das fand ich eigentlich wirklich gar kein Problem, so eine alte Crew noch mal zu sehen. Dann gib ihnen einen schönen Abgesang. Aber das ist, glaube ich, auch in Ordnung, wenn sie nebenbei, also im Endeffekt bräuchten wir jetzt hier The Next Generation. Also quasi nicht die Serie, einfach nochmal neu aufgelegt, aber quasi einfach eine neue Crew, die man halt die nächsten 20 Jahre oder 10 Jahre meinetwegen begleiten kann, deren Namen man sich auch merken kann. Und dann kann man sich parallel vielleicht auch die Alten nochmal im Kino halt anschauen. Einfach, dass quasi eine Generationenübergabe stattfinden kann in irgendeiner Form. Aber aktuell, also vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem, was wir aktuell haben, dass es einfach so viele Neuproduktionen gibt, dass man sich gar nicht mehr, sag ich mal, auf eins konzentrieren kann, sowohl als Fan als auch als Produzenten und man deswegen nicht mehr so ein Gefühl aufbaut, wie zum Beispiel für die Crew von Picard. Und wir müssen ja auch bedenken, dass wir die ganzen alten Serien, wie viele Jahre haben wir die begleitet? Ja. Und zwar jedes Jahr nicht nur 10 Episoden, alle 2 Jahre so ungefähr, sondern jedes Jahr 24 oder mehr Episoden, die da rauskommen sind.
die, wo man sich immer stark drauf gefreut hat, auch wenn mal eine Gurke dazwischen war, wo man Zeit hatte für Füller-Episoden, die dann auch mal Nebencharaktere betrachtet haben. Das ist ja aktuell gar nicht mehr möglich in so einem straffen Format, wie es bisher in den neuen Serien gemacht wurde. Und selbst Discovery, die ja die meiste Anzahl an Folgen bisher hatte, da war ja auch bisher nur Michael relevant und alle Nebencharaktere, wenn die eine Folge mal hervorgekommen sind, wusste man, dass die am Ende davon sterben. Ja, genug Platz wäre aber gewesen. Ne? Das muss man. Ja. Also das ist tatsächlich auch in unseren Umfragen ein total wiederkehrendes Element gewesen, das immer wieder in den Freitextfragen stand. Ja, zu wenig Folgen. Die haben keine. Es war zu wenig Zeit, um da eine große Story zu erzählen. Und da kann ich mich jedes Mal aufregen, weil das ist. Du kannst auch in einer Episode eine großartige Story erzählen. Und dass man sagt, das waren ja früher auch nicht 24 Folgen Handlungsstrang. Gut, bei Deep Space Nine irgendwann, aber es waren immer auch viele Einzelepisoden. Und natürlich kann man auch in 13 Folgen eine super Story erzählen, in der jede Figur auch ihren Platz bekommt. Das sind andere Entscheidungen, warum das nicht der Fall ist. Aber dass die Leute sich mehr davon auch noch wünschen, das haben wir immer wieder gehabt. Das in jeder Folge war ja auch so ein bisschen als Ausrede für, ja, das war jetzt alles ein bisschen gehetzt, nachdem sie hat die zwei Folgen ihren Abschied bekommen, aber deshalb konnte man das auch nicht vernünftig zu Ende erzählen. Die haben einfach zu wenig Folgen zur Verfügung. Und das hat mich jedes Mal verwirrt, dass das als zu wenig Folgen angesehen wird. Ja, das lasse ich auch, ganz ehrlich, das lasse ich auch nicht gelten, weil es gibt so viele tolle Miniserien, The Queen's Gambit, The Night Manager, WandaVision, die jetzt The Falcon and the Winter Soldier, alles 6 Folgen, 8 Folgen, also ganz ehrlich, das ist, finde ich, Bullshit. Also, okay. Sorry. Ja. Lower Decks 20 Minuten Folgen. Ja. Das stimmt auch schon wieder. Ja, nein, aber es ist ja so, sie nutzen ja noch nicht mal die Zeit, die vorhanden ist. Und werden wir, ich meine, egal, meinetwegen sollen es in 10 Episoden alle 2 Jahre packen. Ist auch gut. Ich meine nur so, wir hatten so eine Durchdringung damals in den 90ern. Von Star Trek, was regelmäßig auf unseren Schirmen war. Und jedes Jahr konnten wir uns aufs Neues auf 24 Wochen freuen, in denen wir was gesehen haben. Es war in unserem Bewusstsein. Und diese Zeit aktuell ist so schnelllebig, dass man jede Woche eine neue Serie hat. Und da muss so ein Star Trek schon hervorstechen, damit es sich repräsentieren kann, wie ein Star Trek es früher gemacht hat, in viel, viel mehr Zeit. Das, was Michael gerade gesagt hat, würde ich ganz kurz nochmal gerne aufgreifen, denn das war tatsächlich ein super spannendes Finding, was ich einfach auch emotional interessant fand. Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass man Star Trek Picard vor allem auch deshalb schaut, weil man, vielleicht lag es auch daran, ich meine, 26 Folgen, das ist fast ein halbes Jahr, ein bisschen mehr, über mehrere Jahre lang diese Crew halt begleitet hat. Und als man jetzt diese Staffel Star Trek Picard wieder ausgepackt hat, also als es dann weiterging mit Patrick Stewart, hatte man das Gefühl, das ist irgendwie ein Familienmitglied, ja, das man wieder trifft, das mit einem gealtert ist, weil der ist ja auch älter geworden, und dass man halt jetzt 20 Jahre danach, 30 Jahre danach wieder auf dem Screen sieht, also wirklich auch eine emotionale Bindung einfach dazu hat, die man halt jetzt bei anderen natürlich noch nicht hat. Aber die Frage ist halt das, was ich eben meinte, kann man das aktuell überhaupt herstellen mit dem Cast, den wir haben, mit den Serien, die wir haben? Also wäre das möglich, eine emotionale Verbindung herzustellen mit den aktuellen neuen Serien? Meinst du jetzt Serien im Allgemeinen oder meinst du jetzt Star Trek-Serien im Besonderen? Nee, ich beziehe mich jetzt zum Beispiel auf Star Trek Discovery. Okay. Also ich bin immer noch gedanklich in dem Punkt, diese Rentnertruppe im Kino, ja? Mhm. Ja. Warum man die sich angeschaut hat und warum die so gut lief. Weil man natürlich eine emotionale Bindung dazu hatte. Und meine Frage ist natürlich jetzt, und haben wir die? Und weil sie auch Teil der Popkultur sind. Weil du sogar meine Mutter, übrigens, meine Mutter hört übrigens auch diesen Podcast hier. Ja, hallo Mutter, schöne Grüße. bald 79 zumindest weiß, wer Kirk und Spock ist. Ja, ja, und Picard hat sie auch schon mal gehört. Das wird ja halt bei den Neuen nicht passieren. Das ist jetzt nicht unbedingt meiner Meinung nach die Schuld von Star Trek, sondern das liegt einfach an der Übersättigung des Fernsehserienmarktes. Das ist ein massiver Grund dazu. Der zweite Grund ist, dass einfach diese Dinge natürlich heutzutage hinter einer Paywall sind. Und wenn du halt kein Netflix hast oder kein Hulu oder weiß der Teufel was, dann kannst du halt gewisse Serien nicht gucken. Ich glaube hier, der Limick aus dem Chat versucht uns schon seit Ewigkeiten irgendwie so eine Serie anzupreisen, die auf Apple Plus läuft. I'm sorry, habe ich nicht. Ja, so. Und von daher bestimmt eine tolle Serie, aber was soll ich machen?
So, kann ich jeden Fats abonnieren. Und das heißt, das ist so ein bisschen wie, du hattest früher so diese Samstagabendshow als Lagerfeuer für die ganze Familie und die gibt's halt einfach nicht mehr. Ja, es gibt nicht das Wetten, das, wo am Montag alle drüber reden. Dann hast du natürlich mal eine Ausnahme, wie jetzt Game of Thrones oder von mir aus auch schon Breaking Bad oder so, wo du so Highlight-Serien hast. WandaVision zuletzt. Ja, aber selbst WandaVision hat bei mir auf der Arbeit noch kein Mensch geguckt. Kein Mensch. Die laufen aber alle nicht, ganz ehrlich, all diese Sachen laufen alle nicht im Free-TV, sagen wir mal ehrlich. Ja. Also Breaking Bad, Walking Dead, das lief vielleicht mal auf RTL 2. Also das Massenpublikum im normalen Fernsehen hat es eh nicht mehr erreicht. Halt. Ne? Und WandaVision, so gut es auch ist, aber wer kein Disney Plus hat, ne? Und so viele haben das nicht. Mindestens Game of Thrones haben sie ja mit einem Abstand von klassischerweise einem Jahr immer auf RTL 2 am Ende dann gezeigt. Ich weiß gar nicht, wie die Quoten davon die, ich glaube, waren. Dass die ganz das gut war. Also wenn ich jetzt einfach mal unseren Podcast als Quotenmesser sozusagen nehme und da war mit Game of Thrones mit Abstand unsere Game of Nerds-Reihe mit weitem, weitem Abstand die erfolgreichste Podcast-Show, die wir jeweils gemacht haben. Und dann stellen die Kackserie ein. Ja. Da hatten wir wirklich auf Spotify im mittleren fünfstelligen Bereich pro Folge. Komischerweise nur auf Spotify. Und da hast du auch jedes Mal noch nach der RTL-Ausstrahlung noch mal einen Peak gesehen. Also das ging wirklich dann ein Jahr später noch mal hoch. Ja. Ah, okay. Und deswegen, du hast halt diesen Lagerfeuereffekt nicht mehr. Und wenn dann natürlich noch dazu kommt, dass ich jetzt 3 Staffeln Discovery gesehen habe und immer noch nicht alle Brückencrews kenne und wenn mal irgendjemand wie zum Beispiel Ariam interessant wird, dann weißt du halt schon, oh scheiße, die kriegt Screentime, fuck, die ist gleich weg. Ich stell mir das auch so vor, sie hat das Drehbuch bekommen, gemerkt, sie hat total viel Dialog freut und wusste sich. Dachte mir, ab jetzt geht's aufwärts. Die letzte Seite, da müssen wir nachher noch mal kurz mit dir reden. Das sind wie die berühmten Gespräche bei Game of Thrones. Wenn die Regisseure, wenn die Macher einen beiseite genommen haben, dann wusste man, nächste Staffel gibt's mich nicht mehr. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Du wirst auf eine Hochzeit gehen. Aber sie wird dich nicht glücklich machen auf Dauer. Was? Vielleicht war es so. Schön, eine Feier. Ja, aber wie Chris eben schon gesagt hat, es gibt ja genug Beispiele von hochwertig geschriebenen Serien, Queen's Gambit, jetzt zuletzt vielleicht eins der großen Beispiele. Die hatte wie viele Folgen? Die hatte 6 oder 7 Folgen oder 8 Folgen. Man hat, auch wenn man sich erstmal nur auf sie konzentriert hat, hat man sie kennengelernt und selbst die Nebencharaktere fand man gut, weil sie prägnant drin geblieben sind und weil es einfach hochwertig geschrieben wurde. Und diese Qualität des Schreibens, dass so ein Better Call Saul beispielsweise auch hat, für mich aktuell die beste Serie, die es überall irgendwo gibt, erreichen wir leider aus diversen Gründen, zumindest in den aktuellen Star Trek-Inkarnationen nicht. Und das bräuchte, Star Trek bräuchte so einen Better Call Saul-Schreiber, um es mal wieder interessant zu machen und um hängen zu bleiben und nicht nur Michael zu kennen. So, jetzt sind wir immer alle ganz, ganz stumm. Ich war nur gerade ein bisschen abgehängt, weil im Chat nämlich der Drum Eagle schreibt, ich habe Picard nicht gesehen und wollte mir blind die Blu-rays holen. Dazu kann ich dann nur sagen, Fortune favors the bold. Ja, also ich weiß gar nicht, gibt's eigentlich, ich war schon so lange nicht mehr im Blödmarkt, selbst ohne Corona wäre ich nicht mehr im Blödmarkt gewesen. Gibt's eigentlich Discovery und Picard, gibt's ja eigentlich auf Blu-ray? Ja. Tatsächlich. Okay. Picard jetzt erst kürzlich, aber da gibt es Staffeln. So mit ungefähr ein Jahr nach der Ausstrahlung kommen die als Blu-ray raus. Okay. Hat das irgendjemand? Sind das schöne Boxsets? Lohnt sich das als Star Trek-Fan, die sich trotzdem ins Regal zu stellen, weil die gute Making-ofs haben? Oder ist da nur so das übliche, wir waren am Set alle total die besten Freunde und es war total Bombe. Ja gut, es ist zu früh, um sich in die Pfanne zu hauen. Making-ofs kannst du meiner Meinung nach ja immer erst höchstens 25 Jahre nach Erscheinen des Films gucken. Ja, wenn da nochmal ein Making-of gemacht wird und die sich dann gegenseitig in die Fresse hauen, was für ein Scheiß das eigentlich alles war. Ja. Making-ofs direkt, die direkt im Rahmen des Dreharbeiten gemacht werden, kannst du sowieso nicht gucken. Ja, sogar als Steelbox schreibt Mr. Scotty, Stocky lohnt sich. Okay, alles klar. Gut, weil auch das ganz ehrlich, ja, ich fand's kacke, ja, ich kauf's mir trotzdem, ja, ich möchte es im Regal stehen haben. Okay. Aber ganz kurz für alle, die lineares Fernsehen schauen,
Wird das eigentlich auch ausgestrahlt irgendwie im Fernsehen, Discovery und Picard? Ich weiß es nicht. Okay. Nein. Nee. Ich glaube, es hat noch keiner einen Deal damit geschlossen. Wenn, dann wird sich vielleicht höchstens, glaube ich, nochmal Tele5 für irgendeine Ausstrahlung schnappen, weil die alles haben. Nee, Tele5 hat so viel Geld nicht. ZDF nochmal. Und dann heißt es Discovery, die vorletzte Generation. es sind ja einige Streaming-Serien, wir hatten ja auf analoges Fernsehen versucht, auch hier wieder Breaking Bad, Better Call Saul, wurde, glaube ich, ZDF ausgestrahlt, haben die sich genommen. Dann zu einer unmenschlichen Zeit, um halb eins, 1 Uhr nachts wurde das versendet. Aber das ist, ich meine, ich glaube, es ist auch gar nicht der Anspruch von den ganzen Streaming-Sendern, Streaming-Kanälen, das noch irgendwie zweit zu verwerten, weil diese zweite Verwertung höchstens stattfinden kann, mal auf DVD oder so, und ansonsten das weiterhin Futter ist, um Abonnentenzahlen reinzubekommen, um weiterhin das bei sich zu behalten. Ja, darum geht es auch nur. Ja. Apropos Abonnenten, wissen wir eigentlich, wann Paramount Plus nach Deutschland kommt? Gar nicht. Ich glaube, habe ich auch noch nichts von gehört. Okay. Die werden das gleiche Problem wie HBO Max haben, habe ich in unserem letzten Stream schon erzählt. HBO hat 2019, ein aktueller Warner-Chef damals, war HBO Max oder ein Streaming-Dienst schon geplant oder die Zukunft in irgendeiner Form. Und die haben es trotzdem noch geschafft, all ihre Rechte zu sämtlichen Serien und Filmen exklusiv bis 2025 an irgendwelche anderen Leute zu verkaufen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähnliche Probleme bei Paramount und CBS gibt, weil es einfach an Amazon und Co. vertickt wurde, an Sky, die sich ganz viel geschnappt haben. Deshalb wird es bis 2025 oder so hier auch sowas wie HBO Max nicht geben, weil die Rechte überall woanders liegen. Das ist echt ein Problem. Ich meine, gut, ganz ehrlich, Netflix hatte doch dasselbe Problem mit House of Cards. Ja. Es war ihre Flaggschiff-Serie und die lief beim Konkurrenten. Ja. Also, das ist gut, langfristige Verträge halt, ne? Ja, aber ganz ehrlich, die Frage ist aber auch, jetzt mal ganz ehrlich, unter uns Kinder, wie viele Streaming-Dienste wollen wir eigentlich abonnieren am Ende des Tages? Ich brauche nicht 5, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe Prime, Netflix, Disney Plus. Ja, da hast du schon. Ja, und das ist, das teilt man ja auch dann irgendwie so dann mit irgendwem, was zwar nicht gern gesehen wird. Aber ja, es stimmt, Sky habe ich auch nicht mit drin. Eigentlich müsste man es wirklich so machen, dass man sich bei Bedarf das holt, aber das ist dann auch wieder so ein blöder Aufwand, dann 10 Euro im Monat dafür und 10 Euro im Monat dafür auszugeben, anstatt jetzt irgendwie 80 Euro im Jahr dafür, dann hat man es, aber dann bekommt man einfach nicht mehr alles mit. Das wird genauso wieder laufen, wie es im analogen Fernsehen war, dass es bei Bezahlkanälen landet und dadurch illegales Streaming wieder ordentlich gefördert wird. Richtig, genau. Es gibt doch dieses Meme mit dem, als die Streamer starteten, wo der Typ so seinen Piratenhut in die Schublade legt und sagt, mach's gut. Und jetzt mit 1000 Streamern, good hello, my old friend. die Gefahr ist natürlich da, dass das passieren wird. Ne? Ja. Nicht bei uns, aber bei bösen Menschen. Ja, genau. Ganz sicher, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Früher soll das so gewesen sein. Ja, ich habe ganze Filme habe ich ja auf Disketten im Schulhof getauscht. Ja. Oh, 7 von 59 schon. Ja. und bei der 58. war dann irgendwie eine Datei korrupt oder so. Ja. Gott. Das waren noch Zeiten. Aber noch mal ein bisschen, kurz noch mal so zu Star Trek, wo wir euch jetzt hier so drin haben. Ihr besprecht also dann in euren Folgen sozusagen eben nicht die Handlung, habt ihr gesagt, weil das machen andere schon und wollt ihr nicht die X'en sein. Finde ich auch gut so. Wir machen es noch besser. Als wir Platz, und der Platz am Futtertruck wird eng langsam. Ja. Sondern ihr besprecht dann die Umfrageergebnisse der jeweiligen Folge. Genau. Einmal die Ergebnisse und halt eine Diskussion halt über die Freitextfragen, über die qualitativen Fragen. Und das ist dann natürlich. Gregor, du hast vorhin gesagt, da sind dann durchaus mal ein paar Dinge dabei, wo du sagst, okay, habe ich so nicht gesehen, die dich dann doch nochmal eine andere Einstellung vielleicht zu was bringen.
Nee, eher, dass es andere so sehen, eher. Nicht, dass, also es ändert wenig bei mir, aber tatsächlich so das Gefühl, okay, es gibt doch eine große Masse, die die Sache, ist ja auch mal also eine Erfahrung, dass es dann doch in der, bei vielen Leuten halt anders auch gesehen wird. Ist ja auch in Ordnung und so, dass man da durchaus, man ist ja, man neigt ja dazu, dann so in seiner eigenen Bubble zu stecken und so, dann hat man so seine 3-4 Kumpels, die das dann ähnlich sehen und so, und dann denkt man, die Welt wäre so. Also mir geht es da manchmal so. Und dann sieht man da, dass da 1200 Leute teilnehmen und der Großteil es nicht so sieht. Und okay, gut. Und das erklärt warum es so läuft. Oder ist ja auch völlig in Ordnung. Ich freue mich auch über jeden, dem es gefällt. Ganz ehrlich, ich wünschte auch, ich würde es so empfinden. Ganz oft. Es gibt ja auch viel Gutes daran. Also ich will es ja auch nicht, ich freue mich ja, dass Star Trek auch gemacht wurde. Und es gibt immer wieder tolle Momente. Und ganz ehrlich, als Patrick Stewart angekündigt hat, Picard zu machen, als es kam, da dachten wir, Heiland kommt auf die Erde. Er wird den Brexit verhindern und seien wir ehrlich. Ne? Und alles. Und da waren die Erwartungshaltungen vielleicht auch unfair hoch. Ne? Ne? Und aber trotzdem freue ich mich natürlich auch. Ich freue mich auch über Strange New World und was da kommt. Ich frage mich immer noch, ob es wirklich eine Sektion 31-Serie geben wird. Das ist mir irgendwie noch nicht so ganz klar. Die wird verschoben nach hinten. Ist das so? Okay. Ja. Die haben gesagt, wahrscheinlich während der ganzen Laufzeit der aktuellen Serien wird es Sektion 31 noch nicht geben. Da so einen Kommentar in der Richtung hat es gegeben. Also die haben noch vor, aber ich glaube, da haben wir noch mindestens 3-4 Jahre, bevor wir da irgendwas erwarten können. Meine Hoffnung ist ja, dass man die Augen nicht davor verschließt, wie gut das Feedback auf Lower Decks war. Und zwar durch die Bank weg gut. Und ich bin mir auch sehr, sehr, sehr sicher, wenn ihr wahrscheinlich, vielleicht wisst ihr es ja schon, aber könnt ihr dann selbst einmal dann darüber berichten, dass ich wage mal die Prognose, wenn ihr die Frage stellt, wie fandst du Picard oder Discovery, ich weiß nicht, ob ihr sie stellt, aber wenn ihr sie stellen würdet, dass ein überproportionaler Teil der Leute, inklusive mir, die Picard und Discovery nur weiß Gott nicht gut finden, für Lower Decks aber einen ganz großen Haken dran machen würden. Das ist ja das, was ich am Anfang sagte, es braucht nur eine Staffel, um alle wieder ins Boot zu holen. Und ich hoffe einfach, dass da draußen Menschen sind, die das mitkriegen, die auch was zu sagen, also mitkriegen werden sie das auf jeden Fall, nur sind es auch Leute, die was zu sagen haben. Die dann im Grunde genommen verstehen aus den Kommentaren, aus den Reviews, aus den Bewertungen, es verstehen, die Essenz rauszuziehen, was die Leute mögen und das hoffentlich in Lower Decks, in Strange New Worlds einfließen lassen. Das ist wirklich meine Hoffnung. Oder warum mögen die Leute Lower Decks mehr als den anderen Kram? Und du hast vorhin gesagt, das ist auch meine Formulierung, Fanservice die Serie. Aber das ist es halt eben nicht. Nee, ja. Genau. Das ist es halt eben nicht. Wenn das die Quintessenz ist, dann bist du auf dem Holzweg. Es geht nicht darum, an jeder Ecke ein Easter Egg reinzuschmeißen. Darum so war es auch nicht gemeint. Also, ich weiß. Ja. Habe ich auch nicht so verstanden. Aber ich habe die Sorge, dass sie glauben, dass es das ist. Und das ist es aber halt eben nicht, sondern es geht darum, dass da frische Geschichten erzählt werden, dass da auch mal mit einem Trope gespielt wird, auf eine nette Weise. Wie gesagt, über den Humor kann man streiten, es ist nicht meine Art von Humor, aber sie haben die Humorschraube ja auch kräftig runtergedreht in den Folgen, die dann so gegen Ende gekommen sind, von daher war es ja dann erträglich. Aber genau das ist nämlich meine Sorge, dass sie glauben, oh, nur noch mehr Easter Eggs und dann mögen es die Leute. Alle den Spockhelm auf. Ja. Ja. Und so. ich habe die Sorge, dass das bei den Leuten hängen bleibt oder dass das im Prinzip im Executive Room oder im Writers Room oder wer auch immer da verantwortlich ist, dass das da hängen bleibt und das ist es halt eben nicht. Die brauchen im Prinzip jemanden, ich meine, sie hatten ja ursprünglich Brian Fuller mit drin an Bord, der, wie wir alle wissen, eine Anthology-Serie aus Discovery machen wollte, was vielleicht auch funktioniert hätte in einem anderen Maße, wie es jetzt funktioniert. Aber sie brauchen eigentlich noch jemanden wieder mit an Bord, der erstens so tief im Star Trek-Universum drin ist, wie vielleicht die Leute hinter Lower Decks und eine Vision hat, wie jemand wie Brian Fuller. Oder bestes Beispiel jetzt gerade, worauf ich gekommen bin, als du drüber geredet hast, James Cameron hat letztens darüber gesprochen, warum es einfach jetzt ewig 10, 15 Jahre gedauert hat, um überhaupt diese Avatar-Sequels zu schreiben, die mittlerweile kein Schwein mehr haben will, aber er hat die trotzdem seine 4, 5 Sequels da gemacht. Die Philosophie dahinter war, er hat seinen Schreibern, seinen Autorenteam gesagt, was er davon haben will. Und die sollen sich anschauen, warum Avatar damals so erfolgreich war.
Dann sind die mit Storylines angekommen. Hat er gesagt, nee, interessiert mich nicht, sind schöne neue Storylines, aber das Herz dieser Sache habt ihr noch nicht rausgefunden. Zurück ans Schreibbrett, komplett von neuem anfangen. Das hat er 3-4 Mal oder so gemacht, bis er am Ende nach Jahren die perfekten Scripts dafür hatte, um was zu machen. Man muss nicht ganz so perfektionistisch hier bei Star Trek sein, aber man muss die Essenz von Star Trek wieder begreifen, um daraus was zu machen, was die Faszination an erster Stelle damals für die Fans herausgebracht hat. Warum sind die Fans zu Star Trek gekommen und warum wird auch heute noch über TNG, über TOS, über alles Mögliche, wieso wird in Popkultur darüber geredet, wieso wird von Fans irgendwelche, wieso werden Vorlesungen gemacht, wieso haben Professoren ganze Seminare darüber, über Star Trek? Das müsste in dieser Essenz wieder reingebracht werden und aktuell haben wir leider nur gute bis mittelmäßige Unterhaltung, die wir hier bekommen. Und das ist nur Unterhaltung, mehr eigentlich nichts. Mhm. Habt ihr mal eine Frage gestellt hinsichtlich Inspiration und Berufswahl und sowas? Gibt es da bei euch irgendwie so eine Frage? Also wir haben das nicht direkt so gestellt. Wir haben gefragt, inwieweit die Philosophie oder die Botschaft von Star Trek das alltägliche Handeln und Denken beeinflusst. Mhm. Und inwieweit Star Trek die Freizeitgestaltung, also was für eine Rolle Star Trek da hat in der Freizeitgestaltung. Also beispielsweise sage ich jetzt mal Convention oder Rollenspiel oder Podcast. Ne? Das ist ja alles auch Freizeit, dass wir hier, die wir brauchen, nutzen dafür. Und wir haben herausgefunden, dass die Leute, die die Serie und die Staffel und die einzelnen Episoden irgendwie gut finden, dass die eher eine hohe Bindung zu Star Trek haben. Also, dass die, sag ich mal, in ihr alltägliches Denken schon die Philosophie und die Botschaft von Star Trek mit reinbringen. Auch wenn man da, glaube ich, sagen muss, das würde ich gerne mal an euch weitergeben, bevor ich dazu was sage. Was ist denn für euch die Philosophie von Star Trek? Also, Michael, möchtest du? Ja, die Philosophie von Star Trek ist erstmal eine Utopie. Für mich das Beste aus dem Menschen herauszuholen, was man in irgendeiner Form in Zukunft holen kann, an gewisse Werte und Ideale zu glauben und diese zu vertreten, ohne daraus jetzt ein Actiongeballer sein am Ende, aber diese Werte zu vertreten, die für mich vor allen Dingen in der TNG-Ära präsent waren, auch wenn es für viele angestaubt ist, aber dieses optimistische Sichtweise auf eine Welt und auf ein Miteinander, wie es da repräsentiert wird, selbst im Angesicht von ganz vielen Schwierigkeiten und Problemen, die auf uns zukommt, sich doch diese Werte und diese Moralvorstellungen zu behalten. Das ist, und Neues zu erleben, Neues zu erforschen, vor allen Dingen, das ist mein Star Trek. Mhm. Ja, dem habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Also ich meine, natürlich bin ich mit Star Trek groß geworden als Kind. Ich sag mal, da war es am Anfang durchaus so ein Star Wars, Methadon, ja. Im Fernsehen lief halt Star Trek, weil Star Wars war halt immer nur im Kino und es war was mit Raumschiffen und es war im Zweifel besser als was ohne Raumschiffe. So. Mhm. Und trotzdem, ich habe gerade letztens wieder noch eine Star Trek-Folge, eine alte TOS-Folge gesehen, bin ich hängen geblieben, hier die mit den Organiern und den Klingonen, komme gerade nicht drauf, wie sie heißt, aber ganz, ganz bekannte Folge. Als Kind habe ich einfach diese, wir haben noch Rittersets, was können wir damit machen, Folgen, einfach weggeguckt, ja. Das hat mich zwar immer ein bisschen genervt, schon als Kind so, jetzt haben sie den Römerplaneten und den Mafia-Planeten und den Western-Planeten, aber okay, ich habe es trotzdem irgendwie weggeguckt. Die ganzen Tropes und Klischees, die sich dann darin aufgebaut haben und das natürlich dass wir einen Kirk heutzutage auseinandernehmen würden nach allen Regeln der Podcast-Kunst, das ist klar. Von daher fängt mein Star Trek auch, mein wirkliches auch definitiv erst mit TNG an und dann aber durch, ja, also wirklich seitdem wirklich durch.
es gibt vielleicht ein, zwei Folgen, die ich ganz, 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 ganz spät erst gesehen habe. Und wenn man meine Top-Folgen nimmt, und darüber haben wir auch mal vor Jahren schon mal eine kleine Podcast-Folge gemacht, die müssen wir uns eigentlich mal anhören, Michael, und mal gucken, ob wir eigentlich die nicht mal ein bisschen ergänzen wollten, dann sind da ganz viele Folgen dabei, die definitiv keine Action haben. Allerdings habe ich auch ganz wenige von diesen Folgen, die so allgemein, also zum Beispiel The Inner Light, finde ich grottenlangweilig. Grottenlangweilig. Das ist ja der langweiligsten Episoden ever. Ich weiß, die feiern jetzt alle ab und dann kriegen sie jetzt alle wieder, fällt ihnen die Kinnlade runter jetzt im Chat. Ja, aber ich finde The Inner Light einfach nur, wenn die im Fernsehen kommen, oh Gott, schon wieder die Folge mit der Flöte, weg. Interessiert mich nicht. Ja, wohingegen ich zum Beispiel die Auflösung mit Deanna Troi und hier Major Winchester, finde ich grandios, die Folge. Finde ich absolut grandios, ja. Die aber fast in keiner Top-Ten-Liste auftaucht. Also meine Top-Ten-Liste sieht, glaube ich, anders aus als die andere, jetzt mal von sowas wie In the Pale Moonlight mal abgesehen. Ja. Was ich aber an Star Trek immer wieder so faszinierend fand, auch wenn es meinen Lebensweg überhaupt nicht beeinflusst hat, ist aber, dass ich einfach irgendwelche Wissenschaftsdokus sehe und halt der gemeinsame Nenner von ganz vielen Menschen einfach ist, ich habe als Kind Star Trek gesehen, dann wollte ich was mit Raumschiffen machen. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist eigentlich das, was ich dem neuen Track vorwerfe, dass das zu nichts inspiriert. Kein Kind möchte danach Astrophysiker werden. Kein einziges. Ja, kein einziges. Diese Serien inspirieren niemanden zu gar nichts. Und nicht mal zum Filme machen. Und das finde ich schade. Das finde ich schade. Das kann nicht der Anspruch von Star Trek sein. Und das finde ich schade. Und alles andere ist mir total wurscht. Ob die 5 lesbische Paare an Bord haben, das ist, I couldn't care less. Ja? Das ist mir total, wirklich völlig egal. Aber dass das einfach niemanden was inspiriert. Und ja, Michael, du hast es gesagt. Natürlich war Picasso ein Goldstandard. Ja. An dem man sich dann auch hat irgendwie so ein bisschen messen müssen können sollen oder ausrichten können, ja. Wo man einfach sagt so, ja, okay, wir sind halt jetzt nicht so, was hätte Picard gemacht, ja. Und das, niemand wird sich fragen, was hätte Michael gemacht? Ja gut, gegen Befehle verstoßen, okay, ja, das hätte sie getan. Ja, also das ist so eigentlich im Prinzip diese Geschichte, mich hat immer fasziniert, dass es Menschen inspiriert. Ja, und im Kino war es natürlich immer mehr Action, klar. Mhm. Da war es immer Mainstreaming, da durfte es das. Ach ja, gut, aber gerade wenn du Picard ansprichst, das ging ja auch schon eine sehr humanistische Richtung. Also wenn wir uns da den Aufstand denken. Ja, klar. Ja. Also, aber ja, wir haben, was wir festgestellt haben beispielsweise, dass das Thema Grey, also oh mein Gott, jetzt bringe ich hoffentlich nichts durcheinander. Ja, aber doch, Gray, also, ja. Adira und Gray. Und Dr. Schreiber und Liebelein. Ich muss mich nur daran. Wir hatten nämlich tatsächlich zu der Podcast-Episode, wo wir das Thema besprochen haben, hatten wir eine Person da, die halt auch transsexuell ist. Ja. Da habe ich sehr viel drüber gelernt. Und das Thema ist da tatsächlich wieder gewesen. Ich fand, Star Trek hat das. Und das haben wir auch so mitbekommen durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mhm. Das ganze Thema so mal so auf ein Silbertablett gebracht, dass man sich alleine um diese Aussprache, also sagt man jetzt er oder sie oder sagt man they oder wie auch immer, wirklich mal damit auseinandergesetzt hat, weil das ist gerade, glaube ich, ein hochaktuelles Thema in den USA, ja, wahrscheinlich nochmal deutlich mehr als bei uns. Ja. Die Welle kommt gerade zu uns rüber, über Social Media und Co. Und das ist auch gut so. Und Star Trek hat das irgendwie dazu gebracht, dass man zumindest in unserer Bubble darüber mal redet. Und ich habe super viel gelernt in dieser Podcast-Aufnahme, die wir gemacht haben. Und es war in irgendeiner Form, ich sag jetzt mal, es ist nicht unangenehm gewesen, aber man hat sich schon sehr unsicher gefühlt, wenn man ja niemanden da irgendwie verletzen möchte oder auf den Schlips treten möchte. Und das war eine sehr besondere Episode für uns. Vor allem auch, und das muss man halt auch sagen, wir hatten leider den einen oder anderen dabei, der sich halt in den Kommentaren, in den Freitextantworten darüber echauffiert hat. Ne, das reicht ja jetzt, das ist ein schwules Paar, das ist ja mal genug in Star Trek. Ne? Man muss ja jetzt nicht auch noch sowas zeigen, das sei ja jetzt zu viel eigentlich. Wo wir uns auch schon gedacht haben, okay, krass, also Star Trek-Philosophie ist das auf jeden Fall nicht. Und solche Leute braucht man, glaube ich, in diesem Fandom nicht. Und das haben wir auch klar so gemacht. Aber sowas gab es halt auch und gibt es halt auch. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Episode gewesen aus dieser dritten Staffel Star Trek Discovery. Ja, absolut. Und für mich zählen auch
Stamets, Kalber und Adera zu den absoluten Highlights. Ja, also ja. Ich mag ja. die drei am einfach, ich mag die drei einfach. Ja, ja. Die finde ich super. Und das, was du sagst, absolut, da gehe ich vollkommen d'accord. Es ist schön, dass diese Themen da besprochen werden. Und auch wir haben, Michael, du erinnerst dich noch an eine PK-Folge, wo ich über dieses, wie habe ich es gesagt, schwuppige Holo-Hospitality-Programm war meine Formulierung in dem in meinem Recap. Da hat danach sich ein Hörer gemeldet und gesagt, pass mal auf, schwuppig geht halt nicht. Ja, okay, ja, dann haben wir da einen kleinen Facebook- oder WhatsApp-Austausch gehabt und so weiter. Er hat mir seine Gründe gesagt. In meiner Welt war das jetzt halt kein, egal, ihr hört euch die Podcast-Folge an. Aber das ist genau das, was du sagst, ja. Es regt zu Diskussionen an. Und das ist immer das Beste an Star Trek, wenn du eine Folge geguckt hast und dir dann überlegst, ja, was, worum ging es jetzt? Und wie würde, selbst wenn es ein rein hypothetisches Ding war, wie in die Auflösung, also wo eine Gesellschaft existiert, wo sich alle mit 60 oder 61 umbringen müssen, so. Ja, ist natürlich jetzt eher hypothetisch die Folge, aber wie gehst du damit um, wenn der plötzlich mit einer Gesellschaft konfrontiert wird, wo das halt eben nicht so ist und sich dann entscheiden muss? Ja, und das ist ja dann wieder eine Sache, das ist natürlich was, was übertragen kannst. Ich habe gerade heute eine Folge gehört, die mich auch russische Einwanderer mit einem ganz anderen Licht hat sehen lassen. Da kam im Deutschlandfunk ein Bericht über Russlanddeutsche. Und ganz ehrlich, was weiß ich über Russlanddeutsche? Die kenne ich nur von der Bundeswehr. Da hießen die alle Sergei Schmidt und Ivan Müller, weil die Nachnamen eingedeutscht wurden und die saßen immer für sich so. Und heute habe ich eben gelernt, dass weshalb die überhaupt in Russland waren, weil die dann von der Kaiserin Katharina da, die ja eine Deutsche aus Hessen, glaube ich, war, überhaupt daher geholt wurde. Die wurden dann ziemlich reich, diese Deutschen, blieben aber immer unter sich und sind dann im Kommunismus halt verfolgt worden. Und was eigentlich die Quintessenz ist, die sind hochreligiös. Und dadurch, dass sie von Deutschland nichts wussten, haben die halt gedacht, ah ja, so wie wir sind, sind alle Deutschen. Und dann sind die nach der Wende halt alle nach Deutschland gekommen und haben halt gemerkt, ja, Scheißdreck, hier geht halt keiner mehr in die Kirche. Ja, hier ist halt nichts mit Religion und Sex vor der Ehe macht hier auch jeder und so weiter und so weiter. Das war ein Kulturschock für die Leute, das wussten die nicht. Und, und so verhalten sie, also sind sie wieder in ihrer Bubble geblieben. Ja, sind sie wieder in ihrer Bubble geblieben. Und das war ein ganz toller Bericht, also im Deutschlandfunk, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, aber hört euch den aber Deutschlandfunk den kann man generell mal loben. Deutschlandfunk und WDR 5 kann man generell loben und deswegen auch nochmal hier ein Shoutout an Sebastian Sonntag vom Discovery Panel, der bei Quarks und im Medienmagazin immer ganz tolle Beiträge macht. Also das und dann ist doch Star Trek geil, dann ist doch Star Trek, dann ist es doch toll und dann so und jetzt sag mir bitte mal eine Folge Picard und Discovery, wo ihr über sowas diskutiert habt. Ich jetzt mal die LGBTQ-Geschichte mal außen vor, aber das wird ja in keiner Folge thematisiert, weil das ja für alle an Bord sowieso normal ist. Also wird es nur für uns thematisiert. Aber das, sag mir mal eine Folge. Aber das war ja auch das Spannende. Ich habe uns nochmal nachgeschaut, das war Wiedervereinigung Teil 3, siebte Folge, dritte Staffel. Das war ja auch gerade, fand ich zumindest, das Spannende, dass es gar kein Thema war. Es war einfach normal. Genau. Und das hat es natürlich zu etwas gemacht, wo du halt danach drüber diskutieren kannst und wo halt auch leider solche Kommentare kommen, wie was soll sowas eigentlich? Aber was grundsätzlich genau der Kern ist von dem, was du sagst. Eine grundsätzliche Diskussion, gesellschaftskritische Diskussion hat, glaube ich, Discovery und Picard. Also, weil dann aber halt eben auch eine andere Rasse fehlt, die dann praktisch unsere jetzige Gesellschaft ist. Ja, also es müsste schon, die müssten dann eben, Adira, Stamets und Kalber müssten jetzt halt mal konfrontiert werden mit einer homophoben Rasse. Naja, ich meine, in Picard haben sie gut angefangen. Ne? Die gesamte Situation da mit den Flüchtlingen, ne? Das hätte meiner Meinung nach, als ich war im Kino in Berlin, habe das gesehen, die ersten drei Folgen waren ja sehr gut von Star Trek Picard, meiner Meinung nach. Und ich habe gedacht, okay, krass, sie haben jetzt wirklich ein heißes Thema genommen, nämlich 2015 quasi aufgegriffen und versuchen das jetzt in dieser Staffel hier so aufzuarbeiten, dass man danach irgendwie sagt, okay, das ist halt wie damals, weiß ich nicht, Klingonen, Russland und ne? Der Westen, die Föderation. Und das wäre mit Sicherheit super spannend geworden und danach kam irgendein Bums daraus, den kein Mensch mehr verstanden hat, so ungefähr. Am Ende gab es wieder die Weltraumschlacht und den Skybeam.
Genau, ja, es gab die Copy- und Paste-Flotte darfst du nicht vergessen. Ja, genau. Ja, aber nicht nur das, also gerade diese ganze Thematik war halt super interessant und man hat nichts draus gemacht. Stattdessen haben wir irgendwie den Geheimdienst im Geheimdienst gesehen. Halt, ja, ne? Die Schadwasch. Ne? Weißt ja. du? Das, und ich meine ganz ehrlich, genau das ist ein guter Punkt, dass wir einfach solche Folgen nicht gefühlt für uns nicht mehr haben. Wir diskutieren seit 25 Jahren, ob die Tuvix-Entscheidung richtig war. Ne? Also, ne? Ob wie Janeway sich entschieden hat. Ne? Das ist ja auch so eine moralische Geschichte, aber sowas hast du halt nicht. Hm? Ja. Und warum haben sie ihn nicht Nilok genannt? Aber egal. Weißt du, das ist meine große Frage an der Folge. Warum haben sie ihn nicht Nilok genannt? Nein, aber sowas ist tatsächlich nicht. Also, und die Ausgangslage war ja da. Gerade auch das, was mit Androiden, mit den Rechten von künstlichem Leben und so. Und das, und dann hat man einfach es einfach so hängen lassen. Und auch vielleicht, um das nochmal dann unter dem Trailer das zu schließen, du hast ja eben diese UNO-Rede oder diese Rede von Picard angesprochen, die er ruhig mal vor den United Nations halten könnte oder vielleicht dann halt vor dem Rat der Föderation, die kurz angesprochen wurde. Das Interview, ne, ich weiß, das war erste oder zweite Folge, das wäre für genau so eine Story, ne? Also für genau sowas, wo man sich danach durchdiskutieren kann, wie menschlich oder in dem Fall vielleicht auch wie human, ich weiß nicht genau, was das der richtige Ausdruck ist für mehrere Spezies, aber wie respektvoll ist eigentlich die Föderation mit anderen Spezies? Ja, und am Ende kam leider nichts bei rum. Aber gut, ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht Star Trek Picard jetzt zerreißen. Discovery hatte ja auch an vielen Stellen jede Menge Potenzial. Ich fand den Anfang mit der Sonde, mit den 100.000 Jahre alten Informationen großartig als Konzept. Was hat man da für Wissen drin? Was kann man da rausziehen? Was kann man über das Universum und über Kulturen erfahren, die es bisher gab? Geht durch die Bibliothek durch, schaut euch Planeten an, die da erwähnt worden sind. Wurde ja alles nicht gemacht. Ja, ja. Die Sphärendaten, ja. Ja. Space Google Monster und da wurde halt, wie du sagst, da wurde halt nichts dran gemacht. Dann war hier im Chat war noch das Beispiel von den Nivare, also der Vereinigung der Klingonen und der Romulaner, ja eigentlich auch eine gute Idee. Warum nicht von mir aus? Okay, so be it, 900 Jahre später, da kann man sich auch mal vereinen. Aber es war halt einfach nur diese eine Folge und fertig. Und dann und deswegen, und das ist, glaube ich, so mein Problem, ist, sind alle diese Dinge hier dann auch diese eine Folge mit dem New Eden oder so, wie die hieß, aus der zweiten Staffel von Discovery, wo sie diese alte Kolonie der Menschen da finden, die irgendwie aus dem 23. Jahrhundert da irgendwie da weggebeamt wurden. Da war so ein Hauch von Planet of the Week drin. Aber es wird halt nichts draus gemacht, sodass meine Theorie ist, dass alles, was wir da rein interpretieren wollen, niemals Intention war, sondern wir würden es gerne sehen. Oder wie es, ich komme leider gerade nicht drauf, wer es gesagt hat, aber ein Werk ist oftmals klüger als der Erschaffer. Ja, mein Lieblingsbeispiel, ich habe es gerade am Samstag, habe ich mir nochmal Terminator 2 angeguckt, ja, und langjährige Podcast-Hörer werden es schon wieder mit den Augen rollen, weil der Chris jetzt schon wieder mit der ollen Terminator-Story ankommt, aber es ist so, in meinem Filmseminar habe ich da eine Nibelungensage, ein Ödipus-Komplex und weiß der Teufel was reininterpretiert und habe dafür eine geile Ausarbeitnote bekommen, ja, aber ein Scheiß hat James Cameron das da drin gesehen, ein Scheiß hat er das da absichtlich reingeschrieben, aber klar, wenn ich will, kann ich es reinschreiben. Klar, oder rein sehen. Aber er kannte sein Handwerk und er hat so gemacht, dass man was rein interpretieren konnte. Er hat eine Leinwand geschaffen für die Fans, um die eigene Welt aufzubauen. Und Terminator 2 steht den Test der Zeit immer noch. Ja, ja, kannst du gnadenlos so gucken. Da ist jetzt auf, wo haben wir den geguckt? Auf Netflix. Und auf Netflix ist jetzt die Langversion, die es allerdings nicht braucht. Die ist so ein paar Minuten länger, ein bisschen mehr Gequatsche. Aber interessanterweise mit den Originalstimmen synchront, also fällt eigentlich fast gar nicht auf. Und aber brauchst du nicht. Also von daher trägt zur Handlung nichts bei. Gut, dann würde ich sagen, biegen wir mal so ganz langsam auf die Zielgerade ein. Wir haben schon wieder 90 Minuten wunderbar verquatscht. Wie geht's denn weiter bei euch? Also man kann jetzt gerade abstimmen für Lower Decks, für alle Folgen, für Lower Decks im Allgemeinen oder jetzt nur für jede Folge einzeln. Was muss ich tun? Wo muss ich hin? Also für Lower Decks haben wir eine Umfrage gemacht für die gesamte Staffel.
Es wurde ja auch auf einmal veröffentlicht. Abstimmen kann man auf trackbarometer.de und man kann auch an den alten Umfragen noch teilnehmen. Die werden logischerweise nicht in den Podcast aufgenommen, aber die sind auf den Auswertungsseiten. Die werden quasi einmal täglich automatisch aktualisiert und können dort dann ja gesehen werden. Also wenn ihr jetzt noch abstimmt, dann wird das auch mit aufgenommen in die Auswertung. Und was wir für die Zukunft planen, ist natürlich, wir machen natürlich jetzt weiter, wenn die neuen Folgen und die neuen Staffeln rauskommen. Aber wir interessieren uns natürlich auch so die alten Klassiker, also Voyager, Deep Space Nine, The Next Generation. Da wollen wir auf jeden Fall in der Zukunft jetzt nochmal reingehen und abfragen, wie die einzelnen Staffeln waren, was wie gefallen hat und so weiter. Da gibt es ja immer noch auch, ich meine, es gibt ja genug Diskussionsbedarf, deswegen diskutiert ihr auch regelmäßig darüber, um da mal so ein bisschen rauszubekommen, was ist denn, weil das ist auch nochmal immer spannend irgendwie zu sehen, was ist denn die Meinung von so einigen wenigen, die ein Mikrofon vor dem Mund haben und was ist denn die Meinung von denen, die kein Mikrofon sich vor den Mund nehmen und quasi einfach nur gerne mal bei so einer Bewertung mitmachen möchten. Mhm. Okay, dann geht's damit weiter. Jetzt haben wir, glaube ich, ich muss gerade mal eben schauen, wenn ich sowieso live bin, muss ich mal gucken, sehen wir uns denn, so Corona will, auf der FedCon, die aktuell immer noch announced ist für den 23. bis 25. Juli. Sehen wir uns denn da? Kann man euch da sehen? Wenn es schafft. Also, wir werden mit Sicherheit vor Ort sein. Wer jetzt in Person, wir haben ja noch ein paar mehr Leute im Hintergrund, wer jetzt von uns dabei sein wird, das kann ich nicht sagen, ob das jetzt ich bin oder der Gregor oder der ein oder andere von uns. Ich glaube, das hängt auch ganz stark davon ab, ja, wie vielleicht die Lage ist. Ob wir vielleicht schon Kollegen oder Kolleginnen haben, die geimpft sind. Ja, das wäre gut. Und ich bin auch mal gespannt grundsätzlich, ob die FedCon stattfindet. Mhm. Aber gut. Ja. Also, wir planen im Moment noch damit. Wir sind zweimal vertreten, nämlich einmal beim Nerdquiz. Ich habe es euch gerade mal eingeblendet. Und wir machen natürlich auch wieder unseren Castblast. Und ich glaube, Michael, da haben sich gerade zwei Leute, wir brauchen zwei Stühle mehr am Sonntag für den Castblast. Ich werde übrigens das Glück haben, wenn es stattfindet, werde ich schon geimpft sein. Das bringt... Ich kann keinem mehr was antun dann. Oh, dann bräuchte ich eine Probe deines Blutes, bitte. Wenn das nicht, wenn das okay für dich ist. Nicht so auf. Kommt auf den Preis an, ja. Du weißt ja. Ja. Jetzt habe ich am Ende. Liter verkauft. Jetzt habe ich am Ende noch eine kleine Frage, die uns gerade noch per Twitter erreicht hat, denn es gibt ja nichts, was es nicht gibt. So gibt es einen YouTube-Kanal, der uns dann doch schon einige Abonnenten auf YouTube voraus hat. Wir haben erst vor halb, dreiviertel Jahr angefangen, hier diesen Channel mal wirklich ernsthaft zu bespielen. Da gibt es nämlich den Star Smoothie und der Star Smoothie kocht Gerichte aus Star Trek nach. Und er würde gerne wissen, welches Star Trek-Gericht hätten wir denn am liebsten? Und das ist eigentlich doch eine schöne Frage mal so für den Abschluss. Fällt euch, und Gach dürft ihr nicht sagen, ein Gericht aus Star Trek ein, das ihr gerne mal probieren würdet? Jambayala. Wie heißt es? Jambayala oder? Jambayala. Genau, ja. Das. Nur weil ich Cisco so toll finde. Ich glaube, ich würde, das habe ich nämlich, als ich noch Kind war, Star Trek Voyager immer geschaut, ich gehe auf den Leola-Wurzel. Ich sag mal, Eintopf. Also damit kann man ja, glaube ich, alles machen. Und in Wahrheit ist es doch eigentlich eine angemalte Ingwer, oder? Also das ist gar nicht so schlimm. Ja, ich gehe mit Hasperat. Extra scharf. Ja. Michael, was ist mit dir? Ich hätte jetzt Gacht gesagt, aber nein, ich würde sicherlich mal an so ein paar Ferengi-Sachen interessiert sein. Oh, Maden. Okay. Rohrmaden wäre super. Ja. extra schleimig. Gut, lieber Gregor, lieber Yannick, schön, dass ihr heute mit uns den First Contact Day zelebriert habt, dass wir live den Trailer gucken konnten. Das war also wirklich was ganz Feines, da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Also von daher auch nochmal an den Chat vielen Dank, dass ihr uns darauf aufmerksam gemacht habt. Auch nochmal vielen Dank, dass ihr heute hier eingeschaltet habt und nicht eben Netflix, Disney+, Amazon Prime oder sonst
irgendwas geschaut habt. Und deswegen haben wir an der Stelle nochmal eine kleine Bitte. Das Brot des Podcasters sind Reviews, Bewertungen und Feedback von euch. Deswegen machen wir das für lau, für euch, ohne, wir werden, ich glaube, Michael, wir machen kein Patreon. Komm, ich weiß nicht, vielleicht machen wir, ach, ich will gar kein Geld von euch. Nee, wir machen das einfach so. Aber wahrscheinlich werde ich irgendwann doch mal um Geld betteln. Nein, im Moment ist das Brot für uns Podcaster, und da spreche ich, glaube ich, für euch auch mit einfach Feedback von euch. Das könnt ihr uns geben an info@nerdizismus.de. Ihr könnt es uns geben an nerdizismus.de/Discord. Und das ist wirklich, das trifft jeden Podcaster, das bewertet, empfehlt. Ich kann es wirklich nicht oft genug sagen. Wenn euch eure Freunde fragen, was hast du am Wochenende gemacht, sagst du, habe ich Nerdizismus oder Dreckbarometer gehört. So, und dann zeigt denen auch mal, wie man einen Podcatcher bedient. Auch das wissen immer noch nicht viele Leute. Helft uns bei den Algorithmen, indem ihr bei iTunes Sternebewertungen und auch durchaus mal ein paar Zeilen da lasst. Ihr müsst uns ja nicht mögen, ja, aber schreibt doch mal einfach rein. Es hilft alles Scheiße hier. Ja, ihr könnt, okay, es gibt eine Sternebewertung, die ist halt wirklich bei uns selten dämlich, wo ich echt am liebsten antworten würde: Google halt, du Depp, ja. vor allem, es ist verlinkt, er beschwert sich, wir hätten was nicht verlinkt, was verlinkt ist, und zweitens denke ich halt so, Google halt, ja. Und es wurde wieder erwähnt, wir sollen For All Mankind besprechen. Ich weiß, wir sollten endlich mal, okay, gut, wir machen dieses Probeabo bei Apple Plus, ja, und gucken jetzt For All Mankind, okay, alles klar. Ted Lasso ist auch super auf Apple, also von daher. Ja, aber was soll ich denn noch alles gucken? So, jetzt bleibt mal aber bei meiner schönen Bitte hier für die Reviews. Ihr könnt also bei iTunes bewerten, ihr könnt bei Podcast Addict, wenn ihr diesen Podcatcher habt, bewerten und was schreiben. Das hilft wirklich jedem Podcaster eures Vertrauens, und zurzeit macht jeder Depp einen Podcast, ja, also du brauchst ja einfach nur irgendwie zwei Leute treffen sich, machen einen Podcast. Ne, Gregor, so läuft es ja bei uns. So haben wir uns, so haben wir uns kennengelernt. Das war auf die Stellenausschreibung. Auf die, ja. Er sucht noch einen Depp und ich habe ein Mikro, hey! Ja. Und jetzt machen sogar Barack Obama und Bruce Springsteen einen Podcast. Also von ich habe mich bei der Sache gefragt, wer von den beiden schneidet. Diese Folge wird definitiv der Michael schneiden, ja. Kannst dich schon mal drauf einstellen, ja. Das, die Folge schnibbelst du zusammen. So, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank da draußen auch an den Chat. Yannick, Gregor, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns wieder am Montag. Dann geht es weiter mit The Falcon and the Winter Soldier. Und, haha, ganz vergessen, es geht natürlich morgen weiter mit dem Andreas vom Discovery Panel für The Walking Dead. Also morgen 21 Uhr einschalten. Andreas und ich vom Discovery Panel geht's über The Walking Dead. In diesem Sinne, machtet Jod. Bis dann. Tschüss. Und vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.